So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Künstlerhof Schrajan. Mein Name ist Britta Gansebohm. Ich bin die künstlerische Leitung des Künstlerhofes hier im Wendland, der niedersächsischen Stipendiatenstätte für Literatur und Musik. Und ich freue mich sehr, sehr, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind und wie ich hörte, keine Wege gescheut haben aus Berlin, aus Hamburg, aus Lüneburg, aus Uelzen, aus Gießen, aus Wilhelmshaven, hier in unser schönes Wendland gekommen sind, um Gerald Hüther zu hören. Gerald Hüther hat mir nämlich erstmal abgesagt und hat gesagt, nein, er macht eigentlich keine Vorträge mehr. Und dann habe ich nochmal geschrieben, dass das aber doch sehr schade ist, weil wir hier ganz viele Bewunderer, Fans im Wendland haben, die seine Bücher kennen, seine Bücher gelesen haben und die ihn gerne auch mal hier live erleben möchten. Und dann hat er mir doch noch zurückgeschrieben nach einer Woche, sagte er, ja, schön, dass Sie sich noch mal gemeldet haben. Ich habe jetzt mit meiner Frau gesprochen. Wir wollten eigentlich schon immer mal das Wendland kennenlernen. Ja. So, also ich sehe, ich brauche ihn eigentlich gar nicht mehr großartig vorzustellen. Ich sage trotzdem noch ein paar Sätze. Also Gerald Hüther gehört zu den renommiertesten Entwicklungsbiologen und Hirnforschern Deutschlands. Er ist Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung und hat zahlreiche Sachbücher veröffentlicht und Vorträge gehalten. Gerald Hüther versteht sich als Brückenbauer zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher bzw. individueller Lebenspraxis mit dem Ziel, günstige Voraussetzungen für die Entfaltung der menschlichen Potenziale zu schaffen. Ein besonderes Anliegen ist ihm, neue Wege anzustoßen, wie wir Kindern ihre angeborene Begeisterung fürs Lernen erhalten. Die alte Jezel-Buchhandlung ist auch mit einem Büchertisch hier vor Ort, das haben Sie gesehen, gleich am Eingang sind sehr, sehr viele Bücher von Gerald Hüther dort vertreten. Zwei Bücher stellen wir heute vor, das neue Buch, Wir informieren uns zu Tode, ein Befreiungsversuch für verwickelte Gehirne und Würde, das Buch ist im Jahr 2018 erschienen und 2019 als Taschenbuch bei Pantheon rausgekommen. Würde, was uns stark macht als Einzelne und als Gesellschaft. Es wird ein 60-minütiger Vortrag, der beide Bücher miteinander vereinen soll. Und dann machen wir eine kleine Pause. Ich habe überall rangeschrieben, wo die Orte sind, wo man sich erleichtern kann. Und man kann dann auch noch mal ein Getränk zu sich nehmen. Und nach der Pause, also das müssen wir dann mal so spontan sehen, wie lange die sein soll, 20 Minuten oder so, treffen wir uns hier wieder und dann renne ich rum und Sie können Ihre Fragen an Gerald Hüther stellen. Es wird ein Video aufgenommen für alle, die das Schild vorne nicht gesehen haben. Also wer nicht auf dem Video sein will, muss irgendwie so machen. Wir wollten gerne diesen Vortrag für die Nachwelt erhalten und der wird dann im Internet zu sehen sein. Vielleicht kann ein Techniker schon mal sagen, wo oder wissen wir das? Vielleicht müssen wir einfach eingeben, dann Gerald Hüther in Künstlerhof Schrajan und dann kommt das. Was wollte ich noch sagen? Genau, bitte die Handys ausschalten, die Smartphones ausschalten, weil wir drehen ja jetzt den Vortrag. Dann wollte ich, also ich hätte das natürlich hier alleine nie geschafft. Ich habe kein Team um mich herum und ganz spontan haben mir Menschen aus dem Dorf gesagt, also Britta, wie können wir dir helfen? So ist die Kaffeetafel zustande gekommen, so ist der Getränkestand zustande gekommen. Also es sind Menschen aus dem Dorf und aus Klenze und aus den umliegenden Dörfern, ein Technikteam von drei hervorragenden Leuten. Und also ich bin ganz geflasht, was die Menschen hier
bewegt haben. Ja. Sie haben Stühle geschleppt, wir haben Stühle, 100 Stühle von Plattenlase bekommen, wir haben 100 Stühle von der Freien Bühne Wendland bekommen. Wer hier ist, also ganz herzlichen Dank für Unterstützung der Kollegen und Kolleginnen. So, und ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht und dann bitte ich Gerald Hüther hier an meine Stelle. Ganz herzlichen Dank. Britta und ich haben gestern schon einen Abend verbracht bei Mineralwasser und seit der Zeit duzen wir uns, also ganz, wir kommen uns näher und das hoffe ich, dass wir das heute auch noch weiter hier vollziehen. Meine Damen und Herren, ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein kann. Ich war noch nie im Wendland, hat sie schon gesagt, und ich interessiere mich ja dafür, wie es uns gemeinsam gelingen kann, eine Welt aufzubauen, in der Menschen tatsächlich das, was in ihnen drinsteckt, zur Entfaltung bringen können. Und je länger ich das so tue und mir auch anschaue, was da vielleicht helfen könnte und was vielleicht nicht so gut helfen könnte, desto stärker komme ich zu der Überzeugung, dass es diese andere Welt wohl zuerst in Bereichen geben wird, die nicht Großstädte heißen. Das werden kleinere Städte und Gemeinden sein, das wird vielleicht so eine Gegend sein wie das Wendland. Deshalb bin ich hier, um Sie zu ermutigen, es doch einfach mal zu versuchen, ob man nicht irgendwie hier im Wendland, wenigstens hier im Wendland, wenn es schon nirgendwo auf der Welt geht, ob man nicht hier im Wendland besser miteinander klarkommen kann, als das sonst üblicherweise passiert. Es ist so, dass ich mich für sehr, also ich habe einfach sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Und einer dieser glücklichen Umstände ist die Tatsache, dass ich als Hirnforscher angefangen habe in den 60er und 70er Jahren, als die Hirnforschung noch im vorigen Jahrhundert unterwegs war und ich noch miterleben durfte, was die für idiotische Konzepte gehabt haben. Und die haben die damals natürlich auch schon allen anderen erzählt. Also dass Serotonin glücklich macht oder dass man, also das Schlimmste war ja, dass sich am Hirn nichts mehr ändert. Ne? Dass das durch genetische Programme alles da oben so zusammengebaut wird. Die genetischen Programme wussten genau, wie diese Milliarden von Nervenzellen miteinander verknüpft werden müssen. Und dann, wenn es dann fertig ist, dann musste man mit diesem Hirn irgendwie für den Rest des Lebens. Ja, also das war irgendwie eine doofe Vorstellung. Also ich meine, sie hat geholfen, dass man dann das dreigliedrige Schulsystem einführen und begründen konnte, weil wenn die genetischen Programme nicht so gut waren, dass da ein vernünftiges Hirn hätte draus werden können, konnte man das ja dann auch schon in den ersten Klassen in der Schule erkennen und dann hat man die gleich erstmal in eine andere Schulform getan, damit man nicht so viel sich mit Dingen beschäftigt, die dann gar nicht gehen. Und das mitzuerleben, dass eine Wissenschaftsdisziplin ihr eigenes Paradigma umstößt, das kann sich von euch keiner vorstellen, was das bedeutet. Und ich sehe noch so einen Kollegen da in Göttingen im Max-Planck-Institut über den Gang rennen. Meine Nervenzellen haben Fortsätze gekriegt. Der hatte Nervenzellen von irgendwelchen Versuchstieren oder was, wo er auch immer, erwachsene Nervenzellen, aus einem erwachsenen Hirn hatte der in so einer Petrischale gehalten und hatte dann die da schön gefüttert und sich um die gekümmert. Und das, was nicht passieren durfte, ist, dass die einen Fortsatz auswachsen. Und dann ist er da über den Flur und die hatten tatsächlich Fortsätze gekriegt. Da war was rausgewachsen. Das heißt, so eine Nervenzelle, selbst wenn sie so alt ist wie die, die Sie jetzt schon im Hirn haben, kann noch mal so einen Fortsatz machen und kann noch mal eine neue Verbindung machen. Und das hat er alles da in dieser Petrischale gesehen. Und da sind wir alle aus den Laboren gekommen, haben alle in das Mikroskop reingeguckt und haben ihm auf die Schulter gehauen und haben gesagt, wow, Wahnsinn, das ist die Revolution. Und dann haben wir gedacht, jetzt setzt sich das auch sofort durch und in Kürze sei nun die ganze Welt davon überzeugt, dass man das ganze Leben lang in seinem Hirn Nervenzellen hat, die nochmal einen neuen Fortsatz kriegen können. Ja?
Und dann hat er das eingereicht bei der großen Wissenschaftszeitschrift Nature, heißt die. Richtig. Und dann hat er es zurückgekriegt. Nee, das können Sie nicht glauben, dass das stimmt. Wahrscheinlich waren das gar keine Nervenzellen, die er da hatte, sondern irgendwelche anderen. Und Nervenzellen kriegen keine Fortsätze. Und deshalb müsse er das Experiment nochmal machen. Und das geht dann so aus, dass man es eigentlich nicht los wird. So war das damals. Und jetzt haben wir in dieser kurzen Zeit, ein paar Jahrzehnte, das komplett auf den Kopf gestellt. Und wenn ich immer gefragt wäre, was ist denn das Wichtigste in der ganzen Neurobiologie, was da wirklich jetzt unter das Volk gehört, was jeder in der letzten Stube sozusagen auch begriffen haben sollte, dann ist das wirklich nichts weiter als diese Tatsache, dass unser Gehirn, das wäre die frohe Botschaft, die Sie alle mit nach Hause nehmen können und überall weitererzählen können. Es ist nie zu spät. Es kann sich das ganze Leben lang auch ändern. Auch bei Professoren und auch bei Lehrern. Und auch bei Politikern. Ich habe nämlich hier gesteckt bekommen, dass sogar unsere Landrätin da ist. Stimmt das? Ein herzliches Applaus. Ich bin so froh, wenn mal ein Politiker kommt, weil meine Groupies habe ich immer. So, also selbst auf der Ebene ist Hoffnung. Und jetzt kann man so, wenn man das jetzt weiß, ich werde auch gleich wieder ganz ernst, wenn man das jetzt weiß, dass das Hirn, dass mein Hirn, jedes, das ganze Leben lang immer wieder sich neu verknüpfen kann, nicht das ganze Hirn, aber bestimmte Bereiche. Und dass ich immer dann, wenn ich eine neue Erfahrung mache und was Neues lerne und mich da auch noch am besten drüber freue, weil ich schon wieder irgendeine tolle Idee habe und die passt da so gut da oben rein, dass da jedes Mal dann auch nochmal Nervenzellen, Fortsätze auswachsen und neue Verschaltungen machen und ein neues Netzwerk entsteht. Also wenn man das weiß, dann muss man sich eine Frage stellen. Nämlich, wenn man ein plastisches Hirn hat, jetzt regnet es wohl doch, wenn man so ein formbares Hirn hat, dann bedeutet das, dass es keinen Menschen auf dieser Erde gibt, der das richtige Hirn hat. Ja, jedes ist anders. Jeder macht andere Erfahrungen, jeder sucht irgendwie sich im Leben zurechtzufinden und jetzt wird es fast biblisch. Und das passt hier ins Wendland. Wir sind alle Suchende und keiner weiß, wie es geht. Und wir lassen uns auch nicht, hoffentlich, wir lassen uns nie wieder von irgendjemandem einreden, er wüsste, wie es geht. So. Dann kann man diese Demut haben, man kann miteinander ins Gespräch kommen. Wenn einer sagt, er wüsste, wie es geht, würde ich sagen, ich weiß es nicht, aber du kannst es mir ja mal erzählen. Und dann kann man ins Gespräch kommen, kann man sehen, ob das stimmt, ob man sich zumindest zu zweit einigen kann. Das ist aber in den meisten Familien und Partnerschaften auch schon schwer genug. Und wenn man das jetzt mit vielen anderen macht, kann eine interessante Bewegung rauskommen, nämlich, dass dann eine ganze Region von Menschen sich aufmacht und herauszufinden versucht, worauf es im Leben tatsächlich ankommt. Und das ist nicht das, was in den Lehrbüchern steht. Und das ist auch nur das, was man gemeinsam herausfinden kann. Und wenn wir alle Suchende sind, jetzt wird es ja richtig gut, dann, ja, als Suchender kann man sich verirren. Dann muss man das in Kauf nehmen, dass wir uns auch bisweilen verirren. Ich, Sie, jeder Einzelne. Und manchmal ist es sogar so, dass ich eine ganze Familie verirrt. Oder eine ganze Kommune. Also, oder auch ein ganzer Kulturkreis. Alles möglich. Hat es alles schon gegeben. Wir kommen alle gerade hier in Deutschland aus einer Geschichte, wo sich mal sozusagen das ganze Volk geirrt hat. Und deshalb müssen wir immer vorsichtig sein, dass wir uns nicht immer wieder verirren. Und deshalb ist es so toll, dass wir ein plastisches Hirn haben.
Wenn man sich nämlich verirrt hat, muss man nicht die ganze Zeit trotzdem weitermachen. Da kann man stehen bleiben, kann man feststellen, jawohl, das war jetzt nichts. Und wir machen die Richtung anders und gehen woanders hin und dabei ändert sich dann auch wieder das Hirn. Und das macht auf einmal wieder richtig viel Spaß. Und jetzt müssen wir, und wenn man sich mit seinem Hirn nun aber verrannt hat, was ja eben offenbar vorkommen kann, dann geht das mit dieser Entfaltung nicht. Also jemand, der festhängt in seinen eigenen Vorstellungen und dann hat er sich da alle möglichen Vorstellungen ins Hirn gebaut und jetzt glaubt er, er wüsste, wie es geht, der kann sich nicht mehr entfalten. Der ist ja gar nicht mehr offen genug, um überhaupt nochmal zu gucken, was es noch alles so gibt. Und deshalb ist jede feste Vorstellung, mit der man umherläuft und wenn man davon überzeugt ist, dass das das Richtige ist, ist immer eine Behinderung. Und deshalb ist das so, deshalb ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, aus solchen festen Vorstellungen auch immer wieder rauszukommen. Das ist der Grund, weshalb ich hier bin. Dass ich versuche, Ihnen den Blick zu öffnen und euch den Blick zu öffnen, dass da noch eine ganze Menge mehr geht, wenn wir uns aus diesen festen Vorstellungen, den Überzeugungen und den Meinungen und was wir noch so alles in der Birne haben, befreien könnten. So, und wenn man so weit gekommen ist, dann kann man ja auch die Frage stellen, wie das denn überhaupt passiert, dass man sich etwas ins Hirn baut, was dann gar nicht hilft. Und da muss man, da gibt es dann wieder so eine Erkenntnis der Hirnforschung und die ist ganz großartig, weil es ist, wenn man es am Ende, also jetzt so von meiner Perspektive aus betrachtet, wir haben uns das immer zu kompliziert gemacht. Das ist viel einfacher. Das Hirn ist so einfach zu verstehen. Also zum Beispiel, die ganze Arbeitsweise des Hirns wird bestimmt durch ein einziges Grundprinzip und das heißt Energie sparen. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Dann kann ich, wenn ich das weiß, weiß ich, warum die Leute abends alle vorm Fernseher sitzen oder warum die dauernd es so bequem haben wollen und warum sie keine Probleme haben wollen, warum sie nicht nachdenken wollen. Energie sparen. Das gefällt dem Hirn nicht, wenn es alles so durcheinander geht und die Nervenzellen alle durcheinander feuern, weil ich schon wieder Streit mit meiner Frau habe. Die ist ja jetzt heute nicht da, deshalb kann ich... Die ist deshalb nicht mitgekommen, will ich an der Stelle einfach mal sagen, weil unsere Tochter ihr drittes Baby bekommt und es möglicherweise an diesem Wochenende soweit ist und dann hatten wir der Tochter versprochen, dass wir da sind, weil das wird eine Hausgeburt und da müssen die beiden anderen Enkelkinder, müssen ja nicht auch noch mit dabei sein, also die wollten wir dann übernehmen und das schaffen wir dann so schnell nicht, wenn wir hier in Wendland sind. Also nicht mitgekommen, also... Aber prinzipiell, prinzipiell müsste man ja eine Möglichkeit finden, dass man mit anderen Menschen sich so verständigt, dass da nicht so viel Energie verloren geht. Und wenn ich dann doch wieder mit meiner Frau so ein Problem habe, kann ja immer mal vorkommen, und dann kann es auch passieren, dass ich es nicht lösen kann. Weil es ist einfach zu widersprüchlich, es ist alles zu schwer. Und dann freut sich mein Hirn, wenn ich ihm endlich Erleichterung verschaffe. Und jetzt ahnt er schon, wie das geht. Dann finde ich dann doch meine Flasche mit dem Cognac. Und wenn ich die halb leer getrunken habe, ist Ruhe im Hirn. Das ist das Energiesparprogramm. Und da gibt es viele, also ich kenne auch welche, die gehen dann Schuhe kaufen. Manche schalten dann automatisch diese Unterhaltsamkeitsgeräte an. Manche, jeder kann sich so mal umgucken in seinem Bekanntenkreis, was die so alle drauf haben und wie die in schwierigen Situationen, wo sie eigentlich losgehen müssten und das Problem lösen müssten, was sie haben, was ganz anderes machen.
Also so Kopf in Sand und wie man das alles so nennt, gibt es viele Varianten, wie man das so machen kann. Und das Problem ist jetzt, dass das Hirn sich immer nur, das merkt sich nicht, die Probleme. Das könnt ihr alle mal sozusagen ausprobieren, was sich das Hirn gemerkt hat, was sich jeder Einzelne von euch gemerkt hat und was im Hirn als Vernetzung und Verschaltung dann auch strukturell da eingegraben und verankert ist. Das sind nicht die Probleme, die ihr hattet, das sind die Lösungen, die ihr gefunden habt. Spannend. Das wäre ja auch blöd, wenn das Hirn sich immer nur die Probleme merken würde. Was wir brauchen, sind nicht die Probleme, wir brauchen die Lösung. So, und jetzt komme ich zurück auf meinen Schnaps. Das ist jetzt die Lösung. Das Hirn ist total zufrieden. Hauptsache, Energie wird gespart, eine Lösung ist da. Und jetzt ist erstmal gut. Das Hirn ist zufrieden. Ich habe vergessen, dass ich eine Frau habe. Das Problem kann ich mich auch nicht mehr erinnern. So geht es einem dann auch mit den anderen Techniken, die wir alle so haben. Also, und was jetzt im Hirn verankert wird, ist diese Vernetzung, die mir geholfen hat, im Hirn einen inkohärenten Zustand, wo es eben nicht gepasst hat, wo alles durcheinander gefeuert hat, wegen des Streits mit meiner Frau, bei dem irrsinnig viel Energie verbraucht wird. Die Nervenzellen sind da ständig am Feuern, kosten einen Haufen Energie und jetzt habe ich den Schnaps gesoffen und jetzt sind die alle ruhig und beruhigt und jetzt ist sozusagen nicht mehr so viel Energie, was da oben verbraucht wird. Das gefällt allen gut und das führt dazu, dass im Hirn ein Bereich aktiviert wird, den die Hirnforscher früher Belohnungszentrum genannt haben. Und da werden in diesem Bereich im Mittelhirn mit so Fortsätzen Botenstoffe ausgeschüttet, die wirken so wie Dünger. Also wie so, das sind so wie Wachstumshormone. Und die wirken auf die Nervenzellen und bringen Nervenzellen dazu, und zwar gerade ausgerechnet die, die ich jetzt benutzt habe, um die schöne Lösung mit dem Schnapssaufen hinzukriegen, die wachsen jetzt sozusagen nochmal Fortsätze aus, machen die Verbindungen, die man dazu braucht, noch fester. Und so wird in meinem Hirn aus dem kleinen, dünnen Sträßchen, auf das ich nur manchmal zurückgegriffen habe aus Genussgründen, wenn ich dieses Alkoholsaufen einsetze, um Probleme damit zu lösen, eine immer breitere Autobahn. Und dann komme ich nicht wieder runter. Und das ist jetzt der Grund, weshalb ich sage, man muss aufpassen, was für Lösungen man im Leben sucht. Und man kann sich irren, aber es wäre gut, wenn man sich geirrt hat, auch wieder rauskommt aus der Misere, in die man da hineingeraten ist. Und die schlimmste Misere, in die man hineingeraten kann, als Mensch, ist, dass man wie ein Objekt behandelt wird. Also wenn ich mit jemand zu tun habe und der macht mich zum Objekt seiner Vorstellung oder seiner Belehrung oder seiner Bewertung oder seiner Maßnahme, das ist ein irrsinniges Verbrechen. Das ist natürlich am schlimmsten dann, wenn das in Vergewaltigung ausgeht. Da ist man ja nur noch Objekt. Und wenn einer den anderen umbringt, ist es auch die totale Spitze dessen, was man als Objekt in dieser Situation erleben kann. Aber es ist eben hochschmerzhaft und extrem verunsichernd und im Hirn eine irrsinnige Inkohärenz auslösend, wenn ich erleben muss, dass ich von einem anderen Menschen wie ein Objekt behandelt werde. Im Dorf hier, von meiner Frau. Und wir leben in einer Kultur, ich mache jetzt ein bisschen schneller, wir leben in der Kultur, in der wir das ständig machen. Wir leben in einer vollkommen bescheuerten Kultur, in der wir nichts anderes machen den ganzen Tag, als andere Leute zum Objekt zu machen. Der Verkäufer seinen Kunden, der Lehrer seine Schüler, die Eltern ihre Kinder, der Vorgesetzte seine Mitarbeiter. Überall macht man sich gegenseitig zum Objekt.
Und wir als Erwachsene halten das jetzt einigermaßen aus, weil wir es schon so lange gewohnt sind. Das Hirn hat auch für dieses Problem eine Lösung bereit. Und die haben wir meistens schon als Kinder gelernt. Weil da ist es uns das erste Mal passiert. Ein dreijähriges Kind hat noch nicht die Vorstellung, dass es ein Objekt ist. Es merkt noch nicht mal, wenn es wie ein Objekt behandelt wird. Aber wenn das Kind dann das erste Mal ich sagen kann und eine Vorstellung von sich selbst kriegt, dann merkt es auch, ob die Mama es gut mit ihm meint. Ob die Mama es nur deshalb lieb hat, weil es so schön brav ist und alles macht, was die Mama will, oder der Papa. Oder ob die Mama das Kind bedingungslos annimmt. Also ohne Wenn und Aber. Ja, und dann kann das durchaus passieren, dass es Eltern gibt, die haben eine sehr feste Vorstellung davon, was aus ihrem Kind werden soll. Das ist dann schlecht. Dann macht man das Kind zum Objekt seiner Vorstellung und das Kind hat keine Chance. Was soll das machen? Das muss dann versuchen, weil es möchte ja alles so machen, wie Mama und Papa das wollen. Das wird dann versuchen, alles zu geben, damit Mama glücklich ist. Die hat sich immer gewünscht, dass der Sohn mal Hirnforscher wird. Oder Arzt. Oder Eiskunstläufer, die Tochter. Und Tänzerin oder so. Und dann wird man in diese Situation gebracht, wo man plötzlich bis zum dritten Lebensjahr die ganze Zeit als Subjekt unterwegs war. Als Gestalter, als kleines Mädchen hast du die ganze Welt entdeckt und immer hast du gewusst, das bist du, der da seinen Interessen nachgeht und der immer ständig spielerisch was ausprobiert und was Neues rausfindet. Und dann kommt einer und sagt dir, aber du hast jetzt hier, das ist falsch, wie du das machst, du musst das so machen. Und du musst jetzt nicht dieses machen, sondern das. Und dann ist klar, dann erlebt man, wie man zum Objekt gemacht wird. Und das macht eine irrsinnige Inkohärenz, also ein hochenergieverbrauchendes Durcheinander im Hirn, weil da die beiden Grundbedürfnisse, die wir als Menschen mit auf die Welt bringen, gleichzeitig verletzt werden. Das ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Wenn ich jetzt sage, liebe Frau Landrätin, Sie nehme sie lieber nicht. wenn ich jemandem sage, gucken Sie mich nicht so komisch an. Und sie kann an ihren Augen sehen, dass die überhaupt nicht mitkriegen, was ich hier sage. Wahrscheinlich sind sie überhaupt zu blöd dazu. Dann ist aus mit uns. Das kleine, dünne Bändchen, was sich gerade jetzt gesponnen hat, ist futsch. Und so geht es auch einem Kind, wenn es gesagt kriegt, was es zu tun hat, damit es dann wieder dazugehören darf. Es ist also das Bedürfnis nach Verbundenheit ist verletzt und indem ich dann sage, gucken Sie nicht so, sondern so, schreibe Ihnen noch vor, wie Sie gucken sollen, dann ist auch Ihr Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten verletzt. Dann müssen Sie das machen, was ich sage, weil sonst nehme ich Sie nicht wieder in den Arm. Und so sind wir alle aufgewachsen und das haben wir alle gelernt und wir haben uns deshalb alle gefügt, damit Mama und Papa glücklich waren. Und damit es in unserem eigenen Hirn dann nicht so ständig durcheinander geht. Und jetzt habe ich gesagt, die Lösungen werden im Hirn verankert. Das heißt, wir haben alle eine Verschaltung im Hirn, mit der wir ständig versuchen, es anderen recht zu machen. Dann haben wir da mitgebracht und jetzt haben wir die immer noch. Wir haben ständig dieses innere Problem, dass wir, ja zum Beispiel viele können nicht frei reden. Da konnte ich auch mal nicht, als ich da die Vorträge gehalten habe in meiner Anfangszeit als Wissenschaftler. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst vor der Bewertung, dass ich nicht gut genug bin. Und dann mit dieser Angst im Hals, da kann kein Mensch reden. Da kann er auch noch nicht mal mehr denken. Der kann auch in einer Prüfungssituation nichts Vernünftiges mehr von sich geben. Und warum hat er Angst? Weil er zum Objekt gemacht wird. Zum Objekt einer Bewertung. Das ist das Allerschlimmste. Objekt von Maßnahmen, von Anordnungen. Also, Sie wissen alle selbst, wovon ich rede. Es passiert uns leider. Und dann habe ich, und das ist der,
dann gibt es nicht viele Lösungen für dieses Problem, wenn man dann so klein ist und das dann erleben muss. Aushalten kann man es nicht, sonst würde man sterben, weil dieser Energieverbrauch da oben, den hält das beste Hirn nicht aus. Der kommt übrigens vom zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Wenn das System mehr Energie verbraucht, als verfügbar ist, dann fliegt es auseinander. Und dann verteilt sich die im Hirn oder im ganzen Körper enthaltene Energie gleichmäßig im Weltall. Ja, deshalb sind alle lebenden Systeme gezwungen, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Ameisenhaufen zum Beispiel, die Kraniche, wenn die da oben fliegen, alles ist darauf abgestimmt, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Und uns hätte das auch gut getan, wenn wir uns dran gehalten hätten. Aber wir sind mit unserer besonderen Intelligenz so klug gewesen. Oder, naja, klug weiß ich nicht. Aber wir haben es halt geschafft, uns Energieressourcen zur Verfügung zu verschaffen, die gar nicht heute gewachsen sind. Das sind fossile Energien. Und die haben wir genommen und damit haben wir uns sozusagen ein schönes Leben gemacht. Und weil wir so viel Energie hatten, mussten wir dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nicht vorübergehend, nicht mehr gehorchen. Jetzt fliegt uns das Ganze schön um die Ohren und wir sind dabei, dass sich unser System auflöst und gleichmäßig im Weltall verteilt, wie wir das dann auch verdient haben, wenn wir die Kurve nicht kriegen. So, und normalerweise aber muss man versuchen, so eine Lösung zu finden. Und wenn ein Mensch oder ein Kind sogar in diesem Sinne in so eine innere Durcheinandersituation gebracht wird, wo so viel Energie verbraucht wird, muss die Lösung her, sonst geht es kaputt. Und die Lösung, die man da findet, hatte ich ja schon angedeutet, heißt, ich mache es so, wie die das wollen. Das heißt, ich unterwerfe mich. Passe mich an die Vorstellung der anderen an. Nicht nur der Lehrer, das ist gar kein Lehrerthema, das sind die Eltern, die Lehrer ja auch, aber es sind auch oftmals Gleichaltrige. Das glauben Sie, was Kinder und Jugendliche alles bereit sind, auf sich zu nehmen, nur damit die in ihrer Peer Group da dazugehören dürfen. Und dann ist das die eine Möglichkeit. Wenn ich also dazugehören will, dann unterwerfe ich mich und dazu muss ich aber meine eigene Entdeckerfreude und meine eigene Gestaltungslust unterbinden, weil die stört dann. Sonst kann ich ja nicht das machen, was die wollen. Und das kann ich eine Zeit lang, unterdrückt man das, da kann man das auch noch, mancher Erwachsene kann sich an so einen Zustand auch noch erinnern, wo er eigentlich gerne was gestalten wollte und dann ging es nicht, dann kriegt man übrigens ein Gefühl. Wenn ein Bedürfnis nicht verwirklicht werden kann, kriegt man ein Gefühl. Wenn man etwas gestalten will und darf nicht, dann heißt das Gefühl Wut. Und das, was viele Menschen aber fertiggebracht haben und was leider bedauerlicherweise eben auch sehr vielen Jugendlichen und Kindern schon passiert ist, dass die dann einfach das Bedürfnis unterdrücken. Ist doch auch toll. Wenn ich nur unter solchen Schmerzen dazugehören darf, dann will ich gar nicht mehr dazugehören. Könnt mich mal am Arsch lecken. Das ist eine Lösung. Die wird im Hirn verankert, weil er kriegt jetzt Ruhe in die Birne mit dieser Lösung. Dann will er aber mit niemandem mehr was zu tun haben. Und dasselbe geht auch mit der Entdeckerfreude. Wenn ich nichts entdecken darf und nichts gestalten darf, wenn ich nicht das lernen darf, was ich wichtig finde, was mich interessiert, sondern ich soll immer das lernen, was mir andere sagen, dann kann ich natürlich das auch so machen, aber dann muss ich ja meine eigene Lernfreude und meine eigene Entdeckerfreude unterdrücken, sonst kann ich ja nicht das lernen, was die anderen wollen. Und damit verliere ich mich. Und damit bin ich nicht mehr bei mir. Und damit bin ich in einer schwierigen Situation und das nenne ich eine Verwicklung. Dann hat man sich verwickelt und manche Leute haben sich in ihrer Kindheit aufgrund solcher Probleme, wo sie dann Lösungen gesucht haben, so hoffnungslos verloren, dass die das ganze Leben lang nicht wieder rauskommen. Leider diejenigen am meisten, die am erfolgreichsten sind. Also in einer sehr verwickelten Gesellschaft kommt man am besten voran, wenn man selber auch möglichst verwickelt ist im Kopf. So, und das habe ich jetzt schon seit vielen Jahren,
so erkannt, ich immer, wenn mich so ein Problem wirklich sehr tief beschäftigt, setze ich mich hin und schreibe das auf. Ich muss das immer hinschreiben. Ich kann als Wissenschaftler das nicht einfach nur denken. Ich muss da so eine Art Protokoll machen. Und dann habe ich mir angewöhnt, wenn ich was aufschreibe, dass ich es auch gleich so aufschreibe, dass es jemand anders versteht. Und so entstehen Bücher. Das sind aber Versuche, ein Thema zu verstehen. Und dieses Thema, was brauchen Menschen, damit sie das in ihnen angelegte Potenzial zur Entfaltung bringen können und nicht sich in solchen Mist verwickeln müssen, wo sie sich überhaupt nicht mehr entfalten können, in solchen Lösungen. Das habe ich dann irgendwie mal fertig geschrieben. Weiß gar nicht, wie das hieß. Was wir sind und was wir sein können. Und dann haben die Leute das gelesen und da steht das drin mit dem Subjekt und dem Objekt. Und da habe ich das doch versucht, so klar herzuleiten, dass das nicht geht, dass man einen anderen Menschen zum Objekt macht. Und dann haben die das gelesen und dann, aha, Objekt, Subjekt und Prädikat. Und dann habe ich gemerkt, es geht so nicht. Also es ist so schwer, Dinge zu erklären, wenn die immer wieder in die falsche. Also wenn die Worte, die man verwendet, einfach da oben in der falschen Schachtel sind. Und dann habe ich gedacht, okay, da musst du jetzt einen anderen Begriff finden für dieses Subjekt und Objekt. Und der Begriff, den ich gefunden habe und den ich exzellent finde, heißt Würde. Ja, du kannst sagen, wenn ich es schaffe, mich nicht selbst zum Objekt zu machen, das war ja noch eine Lösung, auf die ich noch gar nicht eingegangen bin. Ich kann ja auch zum Beispiel sagen, wenn mir dauernd jemand sagt, dass ich zu doof bin und das in meinem Hirn da am Anfang noch so eine große Unruhe auslöst, dann ist die Unruhe sofort weg, wenn ich mir selber sage, dass ich zu doof bin. Ich kann keine Mathe, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht singen, Mama auch nicht. Das ist wahrscheinlich genetisch wunderbar. Da kann einer kommen und sagen, du bist aber hier für Mathe ist nicht so. Da sagt mein Hirn, ja klar, keine Ahnung, ist genetisch. So, das heißt, dann hast du dich aber selber zum Objekt gemacht, deiner eigenen Bewertung. Du wurdest von anderen zum Objekt gemacht und deine Lösung heißt, ich mache mich einfach selber zum Objekt, da können die mich nicht mehr zum Objekt machen. Und das ist eine Katastrophe. Weil wenn du dich selber zum Objekt machst, magst du dich selber nicht mehr. Du kannst niemanden lieb haben, den du vorher zum Objekt gemacht hast. Und das ist deshalb würdelos, weil du raubst dir deine eigene Subjekthaftigkeit. Da. Und es ist also würdelos, wenn ich mich selber zum Objekt mache und es ist genauso würdelos, wenn ich dich zum Objekt mache. Irgendjemand. Völlig würdelos. Weil das macht die Würde eines Menschen aus, ist seine Subjekthaftigkeit, dass er ein einzigartiges, lebendiges Wesen ist. Das, was da in der Verfassung steht, im Grundgesetz, das ist auch nett. Und die Würde des Menschen ist unantastbar, bitteschön, klar. Die hatten das nach dem Krieg geschrieben, nach dem furchtbaren Erlebnis mit dem Zweiten Weltkrieg und waren noch sehr durchdrungen von der christlichen Vorstellung, dass der liebe Gott jedem Menschen eine Würde gegeben hat. Finde ich auch in Ordnung. Nur das nützt nichts. Das nützt nichts, wenn man sagt, du hast Würde, wenn du nicht weißt, wie du deine eigene Würde wahrst. Du musst dir deiner eigenen Würde erstmal bewusst werden und eine Vorstellung von deiner eigenen Würde selbst herausbilden, damit du auf deine Würde aufpassen kannst. Sonst bleibt das alles dummes Gewäsch. Sonst redet man, die Würde des Menschen ist unantastbar und keiner weiß, was damit gemeint ist. Ich muss doch die Möglichkeit haben zu sagen, das, was du jetzt machst, verletzt meine Würde. Oder was ich jetzt hier gerade mache, das ist unter meiner Würde. Ich gehe nicht im Puff, ja, und mache eine Frau zum Objekt meiner sonderbaren Bedürfnisse. Und deshalb wird das richtig spannend, wenn man anfängt, jetzt diese Objekt- und Subjektgeschichte durch den Begriff der Würde zu ersetzen. Und dann wird plötzlich klar, wenn Menschen sich ihrer Würde bewusst werden, dann sind die ja in ihrer eigenen Subjekthaftigkeit, auch in ihrer eigenen Gestaltungskraft. Das wäre alles unter ihrer Würde, wenn sie sich das rauben würden. Wenn die einfach nur noch das nachbeten, was andere sagen, würdelos. Machen sie nicht.
Und deshalb haben solche Leute auch eine eigene Meinung. Die lassen sich auch nicht von anderen irgendwas aufschwatzen. Das wäre ja alles, also es gibt ja so viele Versuche, dass man uns manipuliert und dass man uns erzählt, was jetzt alles gemacht werden muss oder auch nicht gemacht. Damit werden wir zum Objekt dieser Belehrungen und der Absichten derjenigen, die uns erzählen, worauf es jetzt mal wieder so ganz besonders ankommt. Und das ist würdelos, wenn ich mich dafür zur Verfügung stelle. Nein, ich will selber denken. Ich will das selber verstehen. Ich will selbst eine Entscheidung treffen. Und jemand, der sich seiner eigenen Würde bewusst ist, ist deshalb nicht mehr manipulierbar und auch nicht mehr verführbar. Das ist der Kern. Darum geht's. Und Und das darf ja ruhig, wir dürfen uns alle einig sein, dass wir sagen, jeder Mensch besitzt Würde. Damit haben wir kein Problem. Die ist uns dann Gott gegeben und alles gut. Aber es geht ja nicht darum, dass man Würde besitzt, sondern dass man sie sich bewahrt. Und dazu, ich kann die nur bewahren, wenn ich mir meiner eigenen Würde bewusst bin. Und deshalb geht es um einen Bewusstwerdungsprozess, indem ich meine eigene Würde erkenne, indem ich eine Vorstellung davon kriege, was ich eigentlich wert bin. Warum es nicht geht, dass andere mich niedermachen und von mir etwas verlangen, was ich nicht will. Und da fängt es an, richtig spannend zu werden in unserer Gesellschaft, weil wir dann sehen, wie oft das Grundgesetz in Wirklichkeit verletzt wird. Und jetzt wird es aber noch mal spannend, weil natürlich kann jemand kommen und kann zu mir Arschloch sagen, das ist würdelos, was du da jetzt machst, wenn du das sagen würdest. Aber das liegt doch immer noch an mir, ob ich mir das anziehe. Also es ist unter meiner Würde, da, mich darüber aufzuregen, weil das tut mir einfach leid, dass du so einen Blödsinn sagen musst. Offenbar hast du irgendein Problem. Also wenn ich dir helfen kann, sag Bescheid, ansonsten kannst du weitermachen. Da merkt ihr, da gehen die ganzen Probleme weg, die man da miteinander hat. Also der Nachbar hier im Dorf, der da einem da auf den Nerv geht. Ich muss mich doch nicht mit dem herumstreiten. Das ist, ich weiß doch sowieso, dass ich ihn nicht verändern kann. Das ist auch noch so eine Grundregel aus der modernen Hirnforschung. Du kannst keinen anderen Menschen verändern. Ich weiß nicht, wie wir jemals auf so eine bescheuerte Idee kommen konnten, dass wir unsere Ehepartner, unsere Kinder oder unsere Eltern oder unsere Vorgesetzten oder unsere Lehrer oder wir ändern können. Das kann nur jemand glauben, der nicht verstanden hat, dass jeder Mensch ein Subjekt ist, dass der seine eigenen Erfahrungen macht und dass der Einzige, der sich ändern kann, der andere ist. Ich kann mich ändern, ja, wenn ich will. Und du kannst dich auch ändern, wenn du willst. Aber ich kann dich nicht ändern. Das würde der ganze blöde Ehestreit und viel Nachbarschaftszwist würde aus der Welt kommen, wenn wir einfach uns alle immer wieder daran erinnern, dass wir einen anderen Menschen nicht verändern können. Was wir können, ist, wir können ihn abrichten und dressieren, dass er sich so verhält, wie wir das wollen. Ja, mit Belohnung und Bestrafung. Dann arbeiten wir aber auf der Ebene des Verhaltens. Das heißt, die Person ändert sich nicht, sondern sie macht nur das so, wie wir das wollen. Das gehört dem Zirkus. Das hat im zwischenmenschlichen Bereich nichts zu suchen. Abrichtung und Dressur mit Belohnung oder Bestrafung. Und das hört ja auch dann wieder auf, wenn ich nicht mehr Belohnung genügend zur Verfügung habe. Führungskräfte in der Wirtschaft. Und wenn die Incentives nicht groß genug sind, machen die wieder dasselbe wie vorher. Wenn es nicht mehr Belohnung, nicht genug Belohnung gibt, ist Schluss. Und wenn der Belohner fort ist, ist auch Schluss mit der großen Veränderung. Dann fällt alles wieder zurück in die alten Bahnen, weil sich im Hirn auch gar nichts verändert hat. Der hat sich lediglich vorübergehend, solange er die Belohnung erwarten konnte oder die Bestrafung vermeiden konnte, so verhalten, wie der Betreffende das wollte. Und wenn der Betreffende weg ist, macht er so weiter wie bisher.
Das weiß ich nicht, warum man das nicht versteht. Das ist doch einfach ganz einfach. Und im Deutschen kommt uns das ja auch so entgegen. Das Verhalten eines Menschen wird durch etwas bestimmt, das heißt Haltung. Die innere Einstellung, die innere Haltung, die ich habe, die bestimmt, wie ich mich verhalte. Wenn ich eine innere Einstellung eines friedfertigen Menschen habe, der versuchen will, die Konflikte auf dieser Welt zu verringern, dann bestimmt das mein gesamtes Verhalten, jeden Tag. Dann mache ich auch keinen Streit mit meiner Frau, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ja, es ist auch wichtig, dass ich das dazu sage, weil das geht nicht um Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn ich die Haltung eines friedfertigen Menschen habe, weiß ich, dass ich auch manchmal da stehen muss und sagen muss, ich kann nicht anders. Das ist unter meiner Würde. Und ich muss dann einfach dem anderen zeigen, dass es mich was angeht. Und da spürt er aber, dass ich bei ihm bin, dass ich ihn nicht sozusagen überreden will oder ihm dazu bringen will, dass er sich irgendwie verhält, sondern ich, das ist das Erste, dass man sich dem anderen überhaupt erstmal zeigt, dass der merkt, dass man auch ein Mensch ist. Deshalb ist das auch so gut, wenn man einander helfen kann, zu verstehen, dass wir alle Suchende sind und keiner weiß, wie es geht. Da sind die meisten dann erstmal erleichtert. Im Buddhismus sagt man, wenn einer kommt und sagt, er sei Buddha, der erleuchtet, der alles weiß, erschlag ihn sofort. Weil das gibt's nicht. Es gibt keiner auf dieser Welt weiß, wie es geht. Wir suchen uns sozusagen tastend voran und dabei kommen wir manchmal ein Stück voran und manchmal verrennen wir uns rettungslos. Und wenn jetzt so eine ganze Gemeinschaft sich auf diesen Weg macht, dann geht das ja nicht, indem man denen sagt, wie es zu gehen hat und man sich als Anführer vorne dran stellt. Ich nehme euch jetzt mal alle mit, wir machen das Wendland in eine schöne, verwandeln das Wendland in die schöne Welt. Mache ich euch alle zum Objekt meiner Bemühungen. Also ich müsste euch ja helfen, in eure Kraft zu kommen. Ich müsste euch helfen, aus euren Verwicklungen herauszukommen. Und es nützt mir nichts, wenn ich euch helfe, das zu machen, was ich möchte, indem ich dir irgendwie Geld dafür gebe oder eine Belohnung oder eine Bestrafung. Und jetzt kommt der springende Punkt. Und diese inneren Einstellungen, die müssten sich verändern. Und das nützt nichts, wenn du mit dem Fahrrad fährst, aber die innere Einstellung hast, dass du lieber mit dem Auto fährst. Und dass du das einfach auch nur machst, damit die Nachbarn alle zufrieden sind und du auch deine Ökobilanz verbesserst. Da kannst du das mit dem Fahrrad lassen. Weil das ist dann nur ein Verhalten. Und du kennst diese Leute, die freuen sich dann, wenn es regnet, dass sie sagen können, oh, heute geht es mit dem Fahrrad nicht so gut, heute fahre ich mal mit dem Auto. Was will ich denn mit sowas anfangen? Das ist keine Haltung, es ist ein bestimmtes Verhalten, was dann durchgezogen wird, solange es passt. Und wenn es nicht passt, kommt man wieder raus. Und deshalb müssten wir einfach versuchen, uns gegenseitig zu helfen, eine neue, andere, günstigere innere Einstellung und Haltung, vor allen Dingen uns selbst gegenüber, herauszubilden. Und diese Haltung, die wir haben, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff, das manchmal nennt man das feste Überzeugung, innere Einstellung, das ist auch wurscht. Mindset im Englischen ist auch so ein Begriff dafür. Diese Haltung ist was ganz Besonderes, weil die kannst du nur durch eine eigene Erfahrung machen. Eine Haltung kannst du nicht unterrichten in der Schule. Haltung ist etwas, das gehört zum Leben und im Leben gibt es Probleme und dann machst du Erfahrungen im Umgang mit Problemen, findest Lösungen und diese Lösungen werden im Hirn verankert und diese Lösungen werden auch so verankert, dass die gekoppelt sind. Die haben einen kognitiven Anteil. Du kannst dann nämlich sehr genau erklären, was dir dazugestoßen ist, als der Musiklehrer dich ausgelacht hat, als du da im Musikunterricht da singen solltest oder deine Freundin. Kannst also genau erzählen, was du erlebt hast und du kannst aber auch mir genau berichten, also du kannst berichten, was genau passiert ist, wie der Raum aussah, wer der Lehrer war und,
Und wie es dir dabei gegangen ist. Und dieses beides, wie es dir gegangen ist und was passiert ist, das wird als gekoppeltes Netzwerk im Hirn verankert. Und das ist dann, das verdichtet sich dann, wenn du mehrere solche Erfahrungen machst, zu dem, was wir im Deutschen eine Haltung nennen. Haltung ist also immer das Ergebnis von bestimmten Erfahrungen. Und da Leute unterschiedliche Erfahrungen machen, kriegen sie auch unterschiedliche Haltung. Manche Haltungen sind ungünstig. Hassprediger ist zum Beispiel eine ungünstige Haltung. Und Spaltpilz ist auch ganz unangenehm. So kann man dann gucken, wie sich Leute so verhalten, weil die Haltung siehst du nicht. Du siehst immer nur das Verhalten. Und dann kannst du gucken, aha, also ich zum Beispiel, ich wäre gerne ein liebevoller Mann. Schaffe ich nicht immer, aber ich gebe mir Mühe. Ja? Und man kann aber auch ein Ekel sein, der immer überall Streit sät. Das ist eine Haltung. Und diese Haltung bestimmt das gesamte Verhalten. Und wenn ihr jetzt hier im Wendland jemanden habt, wo er sagt, das wäre doch so toll, wenn der seine Haltung verändern würde, und wir uns dann überlegen, wie macht man denn das? Ich kann ihn ja nicht verändern, seine Haltung kann ich auch nicht verändern, aber was ihr machen könnt, ihr könnt einen Rahmen bauen, in dem die betreffende Person oder vielleicht sogar sehr viele Menschen hier in dieser Gegend, wo die alle so eine bestimmte Erfahrung machen, eine andere Erfahrung, eine günstigere als die bisher. Zum Beispiel, dass sie sich nicht dauernd schützen müssen vor den Angriffen der anderen. Dass sie nicht dauernd aufpassen müssen, was sie sagen, weil sie dann gedingst werden. Und das sind dann, da baut ihr einen neuen Rahmen. Und am besten geht das natürlich, wenn man dann diese betreffende andere Person, von der man sich so sehr wünscht, dass sie diese andere Haltung kriegt, wenn man die einlädt und ermutigt und inspiriert. Das ist auch eine Art Rahmen. Und dann mache ich ihr Mut, sich nochmal auf was einzulassen, was sie bisher nicht gemacht hat und auch nicht machen würde, aus ihrer Haltung heraus. Zum Beispiel mit einem Neonazi reden. Könnte man ja mal so, ich weiß, dass ich dafür auch schon wieder Probleme kriegen könnte, aber es ist mir jetzt mal egal. Also es kann ja nicht schaden, mal eine andere Erfahrung zu machen. Und jetzt kommt der Clou. Und dann bin ich auch fertig und dann kommen wir miteinander ins Gespräch. Das müssten Lehrer können. Kinder einladen, ermutigen und inspirieren, sich das aneignen zu wollen, was im Lehrplan steht. Dass die ihren blöden Lehrplan erfüllen müssen, da können wir alle nichts dran ändern. Auch die Lehrerin nicht. Aber sie könnten den Kindern helfen, sich dafür zu interessieren, was da drin ist. Eltern könnten ihre Kinder so begleiten, dass die Kinder in die Schule gehen wollen, möglicherweise nicht, weil sie dort so viel lernen, also an Stoff, sondern weil die Schule ein einzigartiger Ort ist, an dem man als heranwachsendes Kind lernen kann, mit sehr fragwürdigen Haltungen von Erwachsenen umzugehen. Mit Gleichaltrigen, die alle bescheuert sind, größtenteils. Also wo soll denn ein Kind das alles lernen? Also wenn man endlich davon loskäme und nicht mehr sagen würde, es geht jetzt in der Schule um das Lernen von Mathe und Deutsch und sowas, sondern man würde sagen, die Schule ist ein Ort, wo man fürs Leben lernt. Wo ist das Leben so prall gefüllt mit Unsinn wie in der Schule? Und dann ist man ja auch gut vorbereitet auf das, was dann später kommt. Also einladen und ermutigen, inspirieren, wäre zum Beispiel auch, was Eltern könnten mit ihren Kindern, anstatt sie zu erziehen. Und das gilt ja, einladen, ermutigen, inspirieren, heißt auch, dass ich meine Grenze ziehe. Dass ich sage, ich weiß, du willst die Welt erkunden und spielerisch ausprobieren, wie weit du gehen kannst, auch mit mir, aber hier ist Schluss. Und bei uns zu Hause haben wir einen Beschluss gefasst, da warst du mit dabei, wird am Tisch, wenn Essen ist, mit keinem digitalen Gerät herumgemacht. Wenn du das gerne machen willst, gehst du nach oben in dein Zimmer, gibt es nichts zu essen. Das ist eine saubere Einladung.
Weil die müssen doch wissen, wer man ist. Man muss sich denen doch auch zeigen. Und damit habe ich sie nicht zum Objekt gemacht, sondern ich habe mich gezeigt in meiner Haltung. So, wenn ich keine Haltung habe. So, jetzt kommt's aber. Dann mache ich Schluss. Du kannst keinen anderen Menschen einladen, wenn du ihn nicht magst. Da an der Stelle muss man dreimal durchatmen. Ja, wir wollen alle, dass sich die anderen ändern. Wir haben gelernt, dass das prinzipiell geht. Das Hirn könnte es schon. Aber die werden das nur machen, wenn sie wollen. Und es geht auch nicht um die Veränderung eines Verhaltens, sondern es geht darum, dass sie sich nochmal auf eine neue Erfahrung einlassen, aus der dann eine andere Haltung wird. Und das können wir nur, indem wir sie einladen, ermutigen und inspirieren, es zu wollen. Sich nochmal aufzumachen und zu gucken, ob das nicht vielleicht doch auch spannend sein könnte, einen Krötenzaun zu bauen. So, und das kann ich aber nicht, wenn ich den anderen nicht mag. Das ist so bitter. Also, dass man eigentlich sagen musste, kannst alles vergessen, was du da bisher in der Beziehung zu anderen Menschen gemacht hast, wenn das nicht aus einem Gefühl des Mögens heraus passiert. Weil das ist dann immer nur passiert aus dem Wunsch, die möchten dich endlich in Ruhe lassen, da ging es nur um dich, oder du wolltest sie verändern, damit du auch endlich deine Ruhe wieder hast. Du machst den anderen zum Objekt, damit es dir besser geht. Und jetzt sage ich, er könnte sich ändern, sofort. Aber du müsstest ihn mögen. Und sonst kannst du ihn nicht einladen. Und dann hatte ich kürzlich mal so ein Gespräch mit Lehramtskandidaten. Die haben mich gefragt, was ist denn die wichtigste Qualifikation, die wir dann von der Uni mitbringen sollten? Und da habe ich gesagt, ihr müsst in der Lage sein, ein Kind zu mögen, was ihr überhaupt nicht leiden könnt. Und dann haben sie gesagt, das geht doch nicht. Und dann habe ich sie gefragt, hat euch das keiner gesagt, wie das geht? Was für eine idiotische Universität seid ihr denn gewesen? Das ist doch das Banalste, was es gibt. Und eigentlich muss das doch sozusagen in den ersten 2 Wochen auf der Universität passieren, dass ihr gesagt kriegt, dass man jeden Menschen mag, wenn man bereit ist, sich überhaupt mal auf den einzulassen. Dass in jedem Menschen, und mag der noch so bescheuert sein, wenn du das suchst, etwas zu finden ist, was du magst. Und dass du dann, wenn du etwas in dem anderen gefunden hast, was du magst, dann lädst du eben nicht diesen ganzen Trottel ein, der da vor dir sitzt, sondern diesen Anteil, den du magst. Und dann erlebt man Wunder, wenn man das so macht, weil an diesem Anteil, also gesetzt im Fall, du wärst zum Beispiel Imker, ich mag Imker sehr, dann würde ich nicht dich einladen, wie du jetzt sitzt, sondern den Imker in dir. Und dadurch würde ich aber in der Lage sein, dich so anzusprechen, dass du dich gesehen fühlst. Weil du bist ja nicht nur der Imker, du bist ja der Ganze. Und dann passiert das Wunder, dass du dann dich auch, weil ich mich auf dich einlasse, lässt du dich auch auf mich ein. Und dann kann ich dich einladen und dann kann da was draus werden. Und dann ist das, was da passiert, mit uns beiden in keinem Moment würdelos gewesen. Sondern es ist eigentlich etwas ganz Liebevolles gewesen, was wir da miteinander erleben. Ich versuche in dir etwas zu finden, was mir hilft, mit dir gemeinsam den Stück dieses Weges zu gehen. Und das könnte man in einer ganzen Region wie dem Wendland zu einer Art von Grundlage machen für den Umgang miteinander. Wir laden uns hier. Wir versuchen uns gegenseitig dabei zu helfen, dass wir Menschen werden, die in der Lage sind, andere einzuladen. Soll ich euch jetzt noch das Geheimnis erzählen, wie das geht? Du kannst nur jemanden mögen und auch nur so sein, wenn du dich selber magst. So, und das ist eine Frage, die gehen wir dann morgen nochmal in dem Seminar durch oder in dem Workshop. Aber das könnt ihr ja alle mal so auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich euch frage, magst du dich? Sagt fast jeder von euch ja. Und dann muss ich fragen, was magst du an dir? Und dann stelle ich fest, viele Leute mögen das, was in der Welt erfolgreich für sie gewesen ist. Die mögen nicht sich, sondern die mögen diesen Anteil in sich, also dieses, wir nennen das Ich-Konstrukt, mit dem sie bisher gut klargekommen sind.
dann muss man ein bisschen weiter gucken, ob da unten drunter auch noch was ist, was unabhängig von Beruf und von Mütterlichkeit und Tätigsein und was man noch so alles im Leben leisten kann, dann noch da ist, was man auch noch mag. Und da ist bei vielen nichts mehr. Weil das ist kein Wunder, weil man kann sich nicht mögen, wenn man so oft im Leben sich selbst verletzt hat. Mit dem, was man getan hat. Wenn man so oft im Leben seine eigene Würde verletzt hat, ist es schwierig. Wir haben vorhin so ein Gespräch gehabt, es gibt wirklich wahrscheinlich sehr, sehr viele Kinder, die wie die Säue darunter, die furchtbar darunter leiden, dass die Eltern nicht miteinander klarkommen und die dann alles dafür tun und die sich regelrecht aufopfern, damit die Eltern wieder zusammenfinden. Das, jeder hat sowas mal gesehen. Und diese Kinder sind aber nicht in der Lage, diese beiden Eltern wieder zusammenzubringen. Das heißt, es ist ein zum Scheitern verurteilter Lösungsversuch. Und wie heißt jetzt, und das macht die Kinder total kirre. Ich will was, was gut ist, und ich kann auch das nicht aushalten, dass meine Eltern sich streiten. Ich habe alles getan, dass sie sich wieder vertragen, und es geht nicht. Weißt du, wie die Lösung aussieht, die du für so ein Problem im Hirn verankern musst? Die Lösung heißt, ich habe versagt. Ich bin ein Versager. Und was kommt dann raus als nächstes? Ich kann mich nicht leiden. Und 10 Jahre später ist das Mädchen dann eins, was dann mit einer Essstörung oder mit selbstverletzendem Verhalten aller Welt zeigt, dass sie sich selber nicht mehr leiden kann. Und da müssen wir ran. Das hat keinen Sinn, da dauernd so zu tun, als ob das mal vom Himmel fällt, sowas. Sondern das ist, wir sind soziale Wesen und die größten Verletzungen passieren in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und das wird von einer Generation zur nächsten immer wieder weitergegeben. Und wenn die Eltern verwickelt sind, verwickeln die auch ihre Kinder. Und wenn ich es geschafft habe, mich aus diesen Verwicklungen zu befreien und wirklich liebevoll anfangen kann, mit mir selbst und mit anderen umzugehen, dann bin ich, wenn ich erstmal zu mir selbst liebevoll sein kann, bin ich auch automatisch liebevoll mit anderen. Und dann könnte es gehen. Und das heißt dann, die große Veränderung, die wir uns alle wünschen, beginnt nicht irgendwo, sondern hier bei mir im Wendland. Vielen Dank. Ich möchte mich bei allen bedanken, die jetzt hier in der Pause schon mal hierher gekommen sind und mir gesagt haben, dass das doch irgendwie nicht ganz umsonst gewesen sei, dass ich hierher gekommen bin. Und es ist auch tatsächlich, es ist so, dass wenn man so Bücher schreibt und dann auch online solche Veranstaltungen macht und Interviews und sowas, man kriegt eigentlich keine Rückmeldung. Also wenn ich jetzt Maurer wäre, dann wüsste ich doch, ich habe ein Haus gebaut und da könnte ich hingehen, könnte sagen, guck das Haus, ich sehe nichts. Ja, wenn ich nicht dann doch ab und zu mal Menschen um mich habe, die mir rückmelden, es sei immerhin ein bisschen ein Haus zu sehen. Vielleicht noch für die Region hier, ich versuche gerade in... Dort, wo ich herkomme, hat so einen komischen Namen, das heißt Witzenhausen. Und dort versuche ich gerade, ob es möglich ist, dass die Witzenhäuser Bürger eine Bürgergenossenschaft gründen. Eine Bürgergenossenschaft würde heißen, jeder Witzenhäuser wird Mitglied in dieser Genossenschaft und die Aufgabe der Genossenschaft besteht darin, das, was die Witzenhäuser gerne möchten und für wichtig finden, dass sie das dann auch gemeinsam über die Genossenschaft als Umsetzungsinstrument umsetzen. So, und da merkt ihr, das ist ein Weg, wie man die politischen Entscheidungsträger umgeht. So, und das vielleicht ist es so, dass wir alle unsere kreativen Möglichkeiten noch gar nicht im vollen Umfang ausgeschöpft haben, weil wir in der Vergangenheit zu häufig damit beschäftigt waren, Recht haben zu wollen oder anderen deutlich zu machen, dass die sich schon wieder geirrt haben. Es könnte sein, dass da viel mehr geht, als man so glaubt. Aber eben nicht mehr gegeneinander, sondern diese
diese neue Zeit und diese große Herausforderung, die wir da jetzt zu bewältigen haben, setzt voraus, dass wir anders miteinander umgehen. Und das hatte ich versucht, in dem Vortrag deutlich zu machen. Das ist keine Verstandesleistung. Ich kann mir 100-mal Mühe geben, dass ich mit dir netter bin. Das wird nichts. Ich muss das fühlen. Versteht ihr das? Ich kann mir als Lehrer 100-mal Mühe geben, jeden Schüler gleich zu behandeln und mit Respekt, wenn ich es nicht spüre, geht's nicht. Und das ist vielleicht diese neue Zeit, die da jetzt kommt, dass es immer mehr auch junge Menschen gibt, die sich weigern, es zu machen, wenn sie es nicht spüren. Die gehen, also das ist natürlich scheiße, dass die nicht arbeiten wollen. Aber die spüren auch in sich kein Bedürfnis, gerne tätig zu sein. Und dann machen sie es einfach nicht. Das ist mir lieber, als wenn einer nur arbeiten geht, weil er Geld verdienen will. Arbeiten ist eigentlich ist ein falscher Begriff, den wir da haben für etwas, was Menschen tun. Und das heißt ja in Wirklichkeit tätig sein. Und tätig sein will ja jeder Mensch. Und wir haben das degradiert, diesen inneren Wunsch, tätig sein zu dürfen und damit auch zu diesem, was alle gemeinsam machen, etwas beitragen zu können, indem wir das als eine Lohnarbeit verkauft haben. Und dann verkaufen sich Menschen mit ihrer Tätigkeit, oftmals sogar mit ihren kreativen Möglichkeiten, an irgendjemanden für Geld. Schlimmer kann doch eine Objektbeziehung gar nicht aussehen. Und deshalb werden wir für diese andere Zeit auch wieder aus diesem alten Denken heraus müssen und uns nochmal neu überlegen müssen, wie wir schon unseren Kindern helfen, dass die das Lernen nicht als etwas verstehen, was man muss, sondern dass sie endlich wieder erleben, dass das das Schönste ist, was man kann. Dass das Lernen etwas ist, was auch nicht in der Schule stattfindet, sondern überall. Alles, was lebendig ist, lernt. Ich bin fast aus den Socken gekippt, als ich einen Artikel, einen Beitrag, wissenschaftliche Untersuchung gefunden habe. Da haben die nachgewiesen, dass Erbsenpflanzen, die mit sich da so hochwinden, dass die auch lernen können. Und zwar genau diesen Scheiß, den der Pavlov da schon mit den Hunden gezeigt hat. Man kann so eine Erbse sozusagen wachsen lassen und dann gibt man ihr immer von einer Seite Licht und dann wächst sie natürlich zum Licht. Und wenn man auf die Seite, wo man dann das Licht gibt, immer noch ein kleines Gebläse aufstellt, dann kriegt sie Licht und Gebläse von der Seite. Und anschließend macht man die Lampe aus und dann wächst sie zum Gebläse. Hat sie gelernt. Dressur und Abrichtung einer Erbse. Es ist unwürdig, dass wir sowas in der Schule weitermachen. Und dann natürlich auch jeder Einzeller, also so ein Pantoffeltierchen oder eine Amöbe, oder können alle was lernen. Lernen ist eine Grundeigenschaft des Lebendigen. Und was nichts mehr lernen kann, ist tot. Ja, auch wenn es noch rumläuft. Ja, und das ist das Furchtbarste, was passieren kann, dass ein junger Mensch auf dem Weg ins Leben und dann auch noch ausgerechnet in der Einrichtung, in der er was lernen sollte, seine Freude am Lernen unterdrücken muss. Ich sage jetzt nicht mehr, dass der die verliert. Die wird ihm auch nicht geraubt. Er wird in eine Situation gebracht, wo er mit seiner Lernfreude nichts anfangen kann und nur Ärger kriegt, weil er nicht das lernt, was die wollen, sondern er wollte ja was lernen, was ihn jetzt gerade interessiert. Und das ist so schwer umzusetzen, weil wir eben aus einer Gesellschaft kommen, wo das immer von oben nach unten gegangen ist. Also da hat es so immer einen gegeben, der oben bestimmt hat, wo es lang geht, und das heißt dann Hierarchie. Man könnte auch das noch einfacher sagen und könnte sagen, Hierarchie ist das ordnungsstiftende, kohärenzstiftende Prinzip, was Gesellschaften gefunden haben, um den zur Aufrechterhaltung ihrer Funktion notwendigen Energieaufwand zu minimieren. Ja, das ist ein dicker, das gibt es nämlich, Hierarchien gibt es erst seit der Sesshaftwertung. Vorher machen die keinen Sinn. Vorher sind Jäger und Sammler unterwegs und da ist es klar, dass draußen in dieser Vielfalt für jede besondere Tätigkeit einer da ist, der das am besten kann. Und der übernimmt das.
ums Fallenstellen geht, Spuren suchen, Heilkräuter sammeln. Da ist immer ein anderer die Führungskraft. Und da gibt es diese Art von Hierarchie, wie wir sie kennen, nicht mehr. Die ist erst entstanden mit der Sesshaftwerdung. Und da hat sich auch keiner angeeignet. Wenn ich jetzt so eine frühe Jäger- und Sammlergesellschaft habe, die angefangen haben, jetzt so Getreide anzubauen und Ziegen zu züchten, da ist natürlich zwangsläufig der Getreidebauer und der Ziegenzüchter, das sind die bedeutendsten Leute in der Dorfgemeinschaft gewesen. Da war der Spurensucher und die Kräuterfrau, die waren da nicht mehr so wichtig. Und deshalb ist diesen Leuten, die etwas Bedeutendes für die Gesellschaft gemacht haben, auch die Macht automatisch zugefallen. Und am Anfang werden die auch noch damit umgegangen sein. Das ist, ich will runter von dieser Nummer, dass das was Männliches ist. Patriarchat, immer haut mir jemand das um die Ohren, das ist das Patriarchat. Nein, es ist eine hierarchisch geordnete Gesellschaft, in der die Männer sich diese Führungsrollen angeeignet haben, zunehmend. Aber die war am Anfang ihnen sozusagen auch, war bestimmten Familien war das geschenkt worden, dieses Vertrauen derjenigen, die von denen abhängig sind, dass die das gut machen. Und die haben die auch dabei wahrscheinlich sogar unterstützt. Und dann haben die erst angefangen, ihre Macht sozusagen zu sichern. Und dann ist das erst so eine hierarchische Ordnungsstruktur geworden, wo dann oben die Kommandos gegeben wurden und unten haben alle gemacht, was von oben vorgegeben worden ist. Und das ist natürlich irrsinnig energiesparend. Und das ist doch viel besser. Ich sag euch allen, was jetzt hier zu passieren hat, als dass wir hier endlos rumdiskutieren. So, und je besser ich das Heft in der Hand habe, desto weniger Energie geht hier verloren. Und mit dieser Art von Grundstruktur kannst du Kriege führen, da kannst du den Nil als Entwässerungssystem benutzen, da kannst du Pyramiden bauen. Das alles geht da wunderbar. Und eines geht ganz besonders gut, nämlich dass diejenigen, die weiter unten sind in der Hierarchie, unbedingt hoch wollen. Also wenn du Wettbewerb willst in der Gesellschaft, dann mach Hierarchie. Weil dann, du brauchst nichts weiter zu tun. Die wollen automatisch, wird einer den anderen versuchen auszustechen, dass er hochkommt auf der Karriereleiter, wie das heute so heißt. Und wenn jetzt über 10.000 Jahre, so lange ist das her seit der Sesshaftwerdung, 10.000 Jahre lang solche Hierarchien mit solchem Wettbewerb entstehen, wo sich jeder anstrengt und hoch will und was Neues in die Welt bringen muss, damit er hochkommt, dann ist so viel Neues in der Welt, dass die Welt immer vielfältiger wird und immer schneller sich verändert. Und am Ende ist sie eine digitalisierte, globalisierte Welt, in der alles von allem abhängig ist. Und wisst ihr, was dann nicht mehr geht? Die Hierarchie. Weil die ist zu steif. Die kann sich nicht, die ist nicht flexibel genug. Und das ist die Zeit, die wir im Augenblick erleben. Wir erleben eine Zeit, in der das, was uns seit 10.000 Jahren als Ordnungsprinzip geholfen hatte, nicht so viel Energie zu verbrauchen, nicht mehr funktioniert, weil die Welt so bunt und so vielfältig geworden ist, als dass man die noch länger von oben nach unten korrigieren könnte. So, jetzt wollen wir aber, ich habe jetzt nur die Rede gehalten, weil hier meine Chefin gefehlt hat. Das war sozusagen Lückenfüller, Pausenfüller. Jetzt bitte Fragen. Ja, vielen Dank, dass Sie mir das Wort geben. Ich komme aus Hitzacker und in Hitzacker gibt es eine Initiative für einen Bürgerrat. Dafür würde ich erstmal Werbung machen wollen hier im Landkreis, dass wenn Leute daran Interesse haben und das wissen wollen, was das ist, wir da demnächst was zu machen. Sie, Herr Hüther, haben mich jetzt eben inspirierend verunsichert, dass Sie gesagt haben, Sie wollen in Witzenhausen Leute dazu animieren, so zu leben, wie sie sich das vorstellen, damit sie an den Politikern vorbeikommen. Und habe gedacht, wir mit unserem Bürgerrat, mit unserem Scheißding, wir unterstützen ja nur noch den Parlamentarismus. Sind so ein kleines Röschen oder Blümchen dabei. Wisst ihr, was ein Bürgerrat ist? Wisst ihr, ne? Also da gibt es in Hitzacker eine Initiative, wir wollen das geklärt haben, wie das zum Beispiel möglicherweise mit dem Verkehr oder mit dem Wasserversorgung ist. Also das ist eine Sache, ne? Vielleicht ist Selbstmachen viel besser als dem Parlament zuarbeiten. Also das denke ich jetzt mal so kritisch drüber nach. Das war das Erste. Hier im Wendland darf man das denken, ja.
Gut, das war jetzt, wie soll ich das in eine Frage verkleiden? Ich soll ja nur Fragen stellen, ne? Was für eine Frage? Also, verstehen Sie mich, ist meine Frage. Das war das. Das ist das Erste. Das Zweite ist ganz persönlich. Sie haben von Selbstliebe gesprochen. Ich habe gerade mal überlegt, was mag ich denn eigentlich an mir? Und da habe ich gedacht, ja, meine Frisur vielleicht. Was ist wirklich, was meinen Sie, wenn Sie von Selbstliebe sprechen? Also mir fallen auch nur Sachen ein, die andere mir vielleicht positiv über mich sagen würden. Aber was mag ich denn eigentlich an mir? Das ist wunderschön, dass Sie das so formulieren. Erstens, ich habe nie von Selbstliebe gesprochen, weil das Wort nehme ich nicht in den Mund, weil es nicht definiert ist. Was ich mache, ich sage, Sie könnten ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst sein. Und dann merken Sie, das ist eine Handlungsaufforderung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, Selbstliebe wäre gut, weil jeder was anderes unter dieser blöden Selbstliebe versteht. Und dann habe ich gesagt, Sie könnten mal gucken, ob Sie sich selbst mögen. Sie können jemanden nur einladen, wenn Sie den mögen, und Sie können aber jemanden nur mögen, wenn Sie sich selber mögen. Wenn ich mich selber nicht leiden kann, kann ich Sie auch nicht einladen und Sie auch nicht mögen. Und dieses, was ist das, was ich an mir selbst mag? Schöne, ist eine wunderbare Frage. Das hat nichts mit meinem Beruf zu tun. Also zum Beispiel könnte ich sagen, das ist meine Aufrichtigkeit. Die mag ich. Und es ist meine Entdeckerfreude, die mir glücklicherweise nie im Leben abhanden gekommen ist. Und das war's schon. Und auch, dass ich dann vielleicht so manches versuche, wo ich weiß, das gelingt sowieso nicht, aber ich kann mir ein bisschen Mühe geben. Das kann ich auch gut leiden. Und dass ich dann auch nicht immer gleich verzweifle, wenn es nichts wird. Also wenn ich mich nicht mögen würde, könnte ich so nicht arbeiten, wie ich hier arbeite. So. Herr Hüther, ich habe drei Gedanken, die mich bewegen. Bitte. Einmal, Sie haben von Würde gesprochen. Das gilt aus meinem Sicht auch für eine Gesellschaft. Verliert unsere Gesellschaft nicht ihre Würde, indem sie sich unter dem Diktat gibt von immer mehr, mehr, mehr Wachstum, Wachstum, und damit die Lebensgrundlagen zerstört und auch die Erde als zum Objekt macht? Das ist das eine. Das andere ist, was ich mich frage, ist, was hat der liebe Gott sich gedacht bei der Entwicklung des Hirns, dass er den Menschen nicht ausgestattet hat, Bedrohungen, die zentral sind, zu sehen, aber nicht angemessen zu handeln. Und das Dritte ist, was macht die künstliche Intelligenz mit unserem Hirn und unserem Sein? Boah, so ein paar kleine Fragen nur mal. Also das mit dem lieben Gott nehme ich mal zuerst. Und das hat mir auch sehr lange zu schaffen gemacht, bis ich verstanden habe, dass Menschen durchaus das Richtige tun können, zum Beispiel als Kinder oder als Natives oder wie wir die so nennen, als Eingeborene irgendwo im. Das heißt, die leben das richtige Leben, aber sie sind sich dessen nicht bewusst. Es ist sozusagen das Richtige, was sie tun, aber es ist ihnen nicht bewusst, dass sie das Richtige tun. Also gibt es auch manchmal Familien, die machen das alles richtig, aber es ist ihnen nicht bewusst. Und die Aufgabe von uns Menschen besteht, glaube ich, darin, dass wir lernen, was das Richtige ist, damit wir es schützen können. Weil bisher jedes Mal dann, wenn zum Beispiel in so einem Aborigine-Stamm da in Australien, die eigentlich alles richtig gemacht haben, ist da irgendwann einer gekommen, der von uns, also, und hat denen dann gesagt, sie müssten jetzt an einen christlichen, es wäre so toll, an einen christlichen Gott zu glauben, und man müsste auch eine Schule haben und man müsste auch ein Geschäft haben, und im Nu war ihnen alles weggegangen. Sie konnten nicht auf das aufpassen, was wirklich wichtig ist, und deshalb hat der liebe Gott uns so geschaffen, dass wir erst über das spielerische Ausprobieren
lernen können, wie es geht. Und er hat uns auch die Chance gegeben, dass wir es etwas schneller merken, als wir das in der Vergangenheit immer gemerkt haben. Also wir könnten weiterhin spielerisch ausprobieren, müssten aber uns mal langsam besinnen und uns fragen, worauf es da wirklich nun eigentlich ankommt und nicht so lange in eine vollkommen verworrene Richtung rennen. Also mein Lieblingssatz, wenn ich immer gefragt werde, warum machst du das, was du da machst, heißt, weil ich es nicht aushalte, dass eine vorübergehend irregeleitete Spezies, Mensch, dabei ist, eine über Jahrmillionen gewachsene Vielfalt des Lebendigen zu ruinieren. Das ist das Motiv für meine Arbeit. Ja, und ich kann das aber nur deshalb sagen, weil ich diese Zerstörung des Lebendigen miterlebt habe. Ja, wenn das kann keiner sagen, der mit dem Lebendigen in Einklang lebt. Du musst das Elend gesehen haben, damit du dagegen sein kannst und aufpassen kannst und deine Kinder so begleiten kannst, dass die das niemals zulassen werden. Deshalb habe ich so eine tiefe Enttäuschung in mir, wieso nach dem, was wir im Zweiten Weltkrieg erlebt haben, schon wieder eine Situation entsteht, wo offenbar eine breite Schicht in der Bevölkerung bereit ist, in den nächsten Krieg zu ziehen. Furchtbar. Das war nur erstmal das eine. Mit den digitalen Geräten, das ist eine große Hilfe, wenn jeder und jedes sich klar macht, das sind wunderbare Werkzeuge. Hört auf, dagegen rumzustänkern, dass das Mist ist. Das sind Werkzeuge wie Hammer und Meißel. Und solange man sie als Werkzeuge einsetzt, um ein Werk zu vollbringen, habe ich da nichts dagegen. Finde ich total in Ordnung. Also als Werkzeug. Weil man kann ja damit was machen. Also die Oma, die jetzt mit ihrem Enkelsohn in Australien chatten kann, wie wunderbar, dass das geht. Oder der Schüler, der jetzt nicht die Photosynthese verstanden hat und da drin nachgucken kann und einen findet, der ihm das so erklärt, dass es auch versteht. Wunderbar. Das ist immer die Nutzung digitaler Technologien als Werkzeug. Das Problem ist, dass das das erste Werkzeug ist, was der Mensch erfunden hat, was man auch nutzen kann, um mit seinen ungestillten Bedürfnissen und frustrierten Gefühlen umzugehen. Also Affektregulation heißt es. Einsatz digitaler Geräte zur Affektregulation. Ja, und ich glaube, mindestens 3/4 der digitalen Geräte, die wir so haben, werden eingesetzt, meist von Männern, zur Affektregulation auf den pornografischen Seiten. Das ist Mist. Ja, weil da lernt man nicht, wie man mit einer Frau vielleicht mal irgendwann so nahe kommt, dass man in eine liebevolle, erotische Beziehung findet. Das heißt, die digitalen Geräte liefern etwas. Also wenn ich jetzt Wut habe, kann ich da ballern. Habe ich Jungs gefragt, sage, wann macht ihr denn das? Sagen die, wenn wir aus der Schule kommen. Da habe ich so einen Frust, muss ich erstmal 2 Stunden ballern. So, das heißt, es ist nicht das digitale Gerät, was gefährlich ist, sondern eine Schule, aus der die mit so einem Frust nach Hause kommen. Und so kann man dann weitergehen und dann merkst du, eigentlich sind das tolle Geräte, aber leider benutzen wir die als Instrumente zur Affektregulation. Also als ob wir Hammer und Meißel benutzen würden, um anderen Leute eine auf die Birne zu hauen. So, und trotzdem ist es nicht so ganz einfach, das alles so positiv zu bewerten, weil auch die Nutzung eines Werkzeuges dazu führen kann, dass man die Fähigkeiten verliert, die man mit Hilfe des Werkzeuges jetzt ausführt. Das ist uns ja auch schon, wir haben Fortbewegungsmittel und haben die Fähigkeit zum Laufen verloren. Ja? Wir haben es uns bequem gemacht mit Hilfe von Technologien und haben die Beweglichkeit, die Körperlichkeit und all das verloren, was die Maschinen uns da abgenommen haben. Das heißt, jetzt haben wir Maschinen, die uns bestimmte kognitive Fähigkeiten abnehmen und die das sogar besser können als wir. Die können besser Schach spielen als Menschen, die können sich besser im Raum orientieren, die können sich viel mehr merken. Also da kann man eine ganze Menge aufzählen und das ist eigentlich für unser gegenwärtiges Weltbild eine Beschämung, weil jetzt haben wir Maschinen gebaut, die können das, worauf wir uns so viel eingebildet haben, besser als,
als wir. Und das kann nur heißen, dass wir uns schon wieder mal geirrt haben, dass nicht das Herausstellungsmerkmal des Menschen seine kognitiven Fähigkeiten sind. Und das haben nun auch die KI, das wird alles so interessant, die KI-Forscher haben das selber gemerkt, weil sie gemerkt haben, sie können diese Geräte nicht noch lernfähiger machen und dass sie sich so ganz alleine im Leben zurechtfinden. Also zum Beispiel ist es unmöglich, einen Computer so zu programmieren, dass der sich seine eigene Stromversorgung sichert. Da muss immer ein Mensch kommen, muss den Stecker reinziehen. Sonst geht's nicht. Der ist zu blöd, der merkt gar nicht, was passiert ist, wenn du das rausziehst. So, und das heißt auf Deutsch, diese Maschinen haben keine Bedürfnisse. Und jetzt wird es richtig interessant, weil jetzt merkt man plötzlich, was uns auszeichnet als lebendige Wesen. Wir haben Bedürfnisse. Und weil wir Bedürfnisse haben, entwickeln wir Fantasie. Nämlich, wie können wir das stillen, das Bedürfnis? Und wenn wir dann eine Idee haben, wie wir es stillen können, dann bilden wir das heraus, was man Intentionalität nennt. Wir fangen an, es zu machen. Also wir wollen es dann auch. So, dass der Computer kann nichts wollen, der kann keine Fantasie herausbilden und er hat kein Bedürfnis. Das ist vollkommen absurd, sich vorzustellen, dass uns diese Geräte in irgendeiner Art und Weise überholen können oder besser sein könnten als wir. Das kann nur einer glauben, der tatsächlich unter dem Menschen nichts weiter versteht als eine Arbeitsmaschine. Da gehöre ich nicht dazu. Und ihr im Wendland müsst das ja auch nicht mitmachen. Lasst die doch da im Silicon Valley sich einen Chip ins Hirn bauen. Doch in Ordnung. Was soll ich das verhindern? Wenn sie unbedingt ausprobieren wollen, wie das geht und sich das... Ja, bitte, gerne. Wir regen uns über Zeug auf, das interessiert uns überhaupt nicht. Das betrifft uns auch nicht. Und da werden natürlich von den Medien immer wieder in eine Situation gebracht, wo wir glauben, das sei wichtig, dass wir diese Frage beantworten. Nein, ist vollkommen wurscht egal, was Transhumanismus ist. Braucht keinen zu interessieren. Hört sich komisch an, ne? Jetzt habe ich die dritte. Also es war die erste, habe ich jetzt vergessen. Nein, ja, das ist okay, aber das geht nicht. Weil eine Gesellschaft sind immer Akteure. Es gibt keine Gesellschaft als Akteur. Hinter jeder Gesellschaft verbergen sich Einzelne. Und die können was wollen, die Gesellschaft kann nichts wollen. Das sieht immer so aus. Aber deshalb fängt es immer mit dem Einzelnen an und hört mit dem Einzelnen auf. Die Gesellschaft würde ich immer fragen, wer bitte? Wer ist jetzt hier? Wer soll die Gesellschaft sein? Wo sitzt die Gesellschaft? Wo ist das Gesicht, dem ich da in dieser Gesellschaft, der ich ins Auge schauen kann? Und dann merkst du, gibt's nicht. Und deshalb verbergen wir uns alle so gerne hinter dieser Gesellschaft, damit wir das hirnsparende Programm im Hirn erfüllen, was uns hilft, nicht verantwortlich zu sein für die Scheiße, die die Gesellschaft macht, an der ich beteiligt bin, mit dem, was ich mache. So. Ist es zu hören? Jetzt ist es zu hören, ja. Da ich ja nun mehrfach angesprochen wurde, genau, also der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat ja eine Geschichte und das Institut Didaktik der Demokratie der Leibniz-Universität hat in einer Expertise zum Gorleben-Archiv mit aufgeführt, Professor Dirk Lange, der Leiter direkt, dass wir ein Praxislabor für Demokratieentwicklung sind aus unserer Geschichte und zur Demokratisierung der Demokratie beigetragen haben. Und die Frage ist, wer, wenn nicht das Wendland, ist geeignet, um jetzt Modelle zu entwickeln, wie wir mit den Herausforderungen gemeinsam, und zwar alle Individuen, zurechtkommen. Und ich finde das großartig, wenn es in Hitzacker einen Bürgerrat gibt, aber ich möchte hier wirklich ganz deutlich eine Lanze brechen für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wir können sehr, sehr froh sein, dass wir sie haben. Und ich würde mich freuen, wenn es gelingen kann, dass Bürgerinnen und Bürger gemeinsam sie alle wählen,
wählen politische Vertreter. Sie alle können sich aufstellen lassen, dass es gelingt, hier politische Strukturen zu schaffen, auch mit den Gremien, dass dort Verwaltung, Politik und jeder Einzelne, die Gemeinschaft mit jedem Einzelnen dazu beitragen kann, dass wir hier ein gutes Leben haben. Und wir sind dabei, jetzt ein Zukunftsentwicklungskonzept für den Landkreis aufzustellen mit Zukunftswerkstätten, an denen alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können mit den verschiedenen Fragestellungen. Und ich fände es sehr schön, wenn wir dort gemeinsam zu Lösungen kommen können. Ja. Ja, die Frage war, wie kann das gelingen? Also was ist der Punkt, dass es Ideen gibt, Parallelstrukturen entwickeln zu wollen, von denen man denkt, dass die sinnvoll sind? Also ich bin so viel unterwegs, ich spreche so viel mit Menschen. Mit Herrn Hüther habe ich eben schon gesprochen, dass wir zu dem Thema, also Bildung, hier auch gerne ein Modell fahren wollen. Das habe ich mit ihm schon besprochen. Und also ich wurde jetzt ein paar Mal angesprochen. Ich nehme das, ja, ist egal. Ist gut. Also ich habe alle Bücher gelesen, ich habe den Fachdienst Jugendfamiliebildung und die Frage wäre schon, weil jetzt Wietzendorf, wir haben uns beschäftigt, wir haben auch aus Wietzendorf den Bürgermeister eingeladen, weil es darum geht, wie kann Gemeinwohlökonomie, Wirtschaft gehen. Dort gibt es ja einen sehr aktiven und welche Erfahrungen gibt es dort? Also hat es sich tatsächlich verändert in der Gesellschaft dort in Wietzendorf, dass es gelungen ist, dort anders, ja, dass es eine andere Gemeinschaft geworden ist. Also genossenschaftliche Modelle haben wir ja hier auch schon, die alleine sind ja, es nicht. Was ist der Punkt, dass sich was verändert? Es gibt durchaus, also Witzenhausen ist eine Kleinstadt und das ist noch im Augenblick gerade im Aufbau, aber wir haben ja aus der Akademie heraus auch ganze Kommunen begleitet auf so einem anderen Weg. Und eine, die da sehr interessant ist, ist Tulln an der Donau. Und da haben die Bürger beschlossen, sie wollen eine Stadt des Miteinander werden. Das ist aber jetzt nicht ein politisches Programm, sondern das ist ein Wunsch der Bürger. Das muss man auseinanderhalten. Wenn das nicht ein Wunsch der Bürger wäre, sondern ein politisches Programm, ist es gar nicht umsetzbar, weil das muss man ja wollen. Wir wollen eine Stadt des Miteinander werden. Und dann kommt plötzlich Kreativität, die können Sie sozusagen von der politischen Ebene gar nicht organisieren. Da sind die auf die Idee gekommen und haben gesagt, wir wählen jedes Jahr einen Helden oder eine Heldin der Herzen von Tulln an der Donau. So, und dann hat der Bürgermeister, das ist politische Aufgabe, da hat der Bürgermeister gesagt, großartige Idee. Ich mache einen Briefkasten draußen ans Rathaus und da steht dann drauf, Heldin der Herzen und da steckt ihr eure Briefe rein. Der ist dauernd übergequollen, weil so viele Vorschläge kamen von Bürgern, wo sie einen vorgeschlagen haben. Und so ein Beispiel war dann zum Beispiel so ein Busfahrer, der zum Held der Herzen vorgeschlagen worden ist, weil da eine Mitfahrerin in dem Bus beobachtet hat, dass der morgens immer wieder wartet, bis da so eine alte Oma es geschafft hat, bis zu der Bushaltestelle, weil die immer sozusagen angerannt kam. Und dann hat er da gewartet, bis sie da war, hat die Tür aufgemacht, hat sie reingelassen, Tür zu und erst dann ist er losgefahren. Das heißt, er war eine Bürgerin in Tulln, die hat beobachtet, dass dieser Busfahrer nicht seine Pflicht erfüllt, sondern dass der sich als Busfahrer versteht, dessen Aufgabe nicht darin besteht, pünktlich abzufahren, sondern den Bürgern eine Mobilität anzubieten, wie sie sie brauchen. Und wenn die alte Oma nicht schnell genug laufen kann, hat er halt gewartet. So, das ist Held der Herzen. Und da haben sich so viele Leute gemeldet, dass der dann nicht wusste. Dann hat er mich wieder angerufen. Wir begleiten ja solche Projekte. Er sagte, Herr Hüther, was mache ich denn jetzt nur? Jetzt haben wir hier 150 Vorschläge für Heldinnen und Helden der Herzen. Und dann habe ich, weiß ich auch nicht. Und dann kommen die, wenn man denen nicht hilft, kommen die selber drauf. Ja, und dann hat er eine Großveranstaltung gemacht in Tulln, in der Donau, in der Stadthalle, hat alle eingeladen, die sich da beteiligt haben, rammelvoll. Und dann hat er alle 150, die da vorgeschlagen waren, auf die Bühne geholt. Ja, nicht einen, den einen hält, sondern 150. Und dann haben die sich da gefeiert.
So, und da kann man sich vorstellen, das ist etwas, was den Leuten unter die Haut geht. Das ist mit politischen Programmen nicht zu erreichen, wenn sie noch die schönsten Universitäten als Gutachter und Begleiter dazu einladen, sondern das ist eine andere Ebene. Und für diese andere Ebene brauchen sie eine andere Organisationsstruktur. Dafür, das scheint mit den üblichen politischen Verfahren nicht zu gehen. Und ich kann Ihnen auch verraten, warum das nicht geht. Und das ist dann aber für mich auch sehr bitter gewesen, diese Erkenntnis. Ich hatte gesagt, wir sind seit 10.000 Jahren in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen. Wir haben jetzt eine Demokratie. Eine Demokratie schließt es aus, dass eine Hierarchie herrscht. Weil sie würde ja die Menschen ungleich machen. Ich habe mehr zu sagen als du. Und jetzt kommt der Demokratietest. Weil wir haben diese hierarchischen Strukturen überall. In der Schule, in den Parteien, in den Vereinen. Überall ist noch das alte Zeug aus einer Zeit, wo es keine Demokratie gab und lebt dort fort und beeinflusst die Leute und führt dazu, dass die nicht aus diesem Denken rauskommen, dass sie immer konkurrieren müssen und hochkommen müssen, damit sie endlich Vereinsvorsitzender sind oder Parteivorsitzender oder Bundeskanzler. Ja, das ist schwierig. Schwierig. Und da merken Sie, da ist irgendwie, es wird höchste Zeit, dass wir nachdenken. Aber das werden wir nur können, indem wir miteinander reden. Indem einer den anderen für blöd erklärt, es geht nicht. Deshalb ist so ein Bemühen, eine Bürgerbewegung zu schaffen, die der Politik zur Seite steht. Genau richtig, aber die muss man dann auch als Politiker in Ruhe lassen. Wenn Sie denen vorschreiben wollen, was die machen sollen, können Sie es vergessen. Dann können Sie gleich wieder den großen Diktator machen. Ich werde immer mutiger. Meine Frage an Sie. Ich gehöre. Hier haben wir wieder eine neue Frage. Ja, eine. Ich gehörte zu den zwei hochkritisiertesten Berufsgruppen, hauptberuflich Mutter von 4 Kindern und nebenberuflich Waldorflehrerin in Hitzacker mit dem zwar schönsten Fach der Welt, Musik. Und meine Frage an Sie ist, wie kann Schule, Bindung gelingen, solange wir in den, die sehre Misere stecken, dass wir eine Schulhausanwesenheitspflicht haben und Klassenzimmer von 30 bis 40 Kindern, gepaart damit, dass die jungen Menschen heute was anderes mitbringen als Begeisterungsfähigkeit, Stille, den Nährboden für das, dass wir als Lehrer unsere Leidenschaft reinbringen können. Wie kann das praktisch aussehen? Theoretisch habe ich ganz viel Kritik gehört, die ich gut annehmen kann, weil die wirklich da ist. Aber wie schafft man das, wenn man am anderen Ende immer noch der Bildungspolitik unterworfen ist und ein Abitur abliefern soll? Also wie darf das praktisch aussehen? Ja, das erlebe ich immer wieder, dass wenn ich sage, das Schulsystem ist Mist, dass die Lehrer glauben, ich hätte gesagt, die Lehrer sind Mist. Das ist ein Wahnsinnsjob. Ich möchte das nicht machen, ich könnte es auch nicht. Und die Lehrer sind in dieser bescheuerten Situation, dass die von zwei Seiten zum Objekt gemacht werden. Von oben und von den Eltern. Und das hält ja kein Schwein aus. Und dann kommen noch Kinder, die auf eine Art und Weise großgezogen worden sind, die auch nicht immer so ganz optimal ist. Um es so vorsichtig auszudrücken. Sodass sie da einfach einen schwierigen Stand haben. Und jetzt komme ich aber zu Ihrer Frage. Und die Antwort wird ganz unangenehm. Jede Gesellschaft baut sich das Schulsystem und die Schulen, die es braucht, damit es seine eigene Stabilität absichern kann. Das Kaiserreich hatte bestimmte Schulen. Die hatten doch nicht die Absicht, in ihren Schulen die Talente und Begabungen der Schüler zu fördern, sondern das ging darum, brave kaiserliche Untertanen hervorzubringen. Die Nazis hatten solche Schulen. Aber nicht, weil es um die Kinder gegangen ist, sondern um diese Stabilität ihres Systems. Ich bin in der DDR da groß geworden, wir hatten auch Schulen, es sollten schöne, brave Kommunisten rauskommen oder Sozialisten rauskommen. Und ich verstehe ich verstehe die Westdeutschen nicht, wieso denen das nicht klar ist.
dass auch dieses System hier einem Zweck dient. Dass auch hier bestimmte Kinder aus der Schule rauskommen müssen. Und das sorgt man auch dafür, dass die rauskommt. Denn wir leben hier in der westlichen Welt in einer Konsumgesellschaft, die ihren Wohlstand und ihre Stabilität den Umstand verdankt, dass es genügend willige Käufer dieses ganzen Unsinns gibt, den man da anbietet. So. Solche Käufer kriegt man ja nur, wenn man Kinder schon möglichst früh relativ unglücklich macht, dass die mit ungestillten Bedürfnissen herumrennen und man ihnen dann alles Mögliche einreden kann. Also heißt es, das, was wir im Augenblick mit den Schulen machen, ist total gelungen. Erfüllt seinen Zweck. So, und sie erwarten von der Schule etwas, was die Schule nicht kann. Und deshalb muss man sich sozusagen dann überlegen, wie man das macht. Und da haben Sie ja jetzt mit dem Waldorf-Bereich immerhin eine Schule, die nicht ganz so abhängig ist von diesen staatlichen Vorgaben, wenngleich Ihnen auch schon klar ist, dass die am Ende durch denselben Flaschenhals der Leistungsanforderungen durch müssen. Also über kurz oder lang müssen Sie denen dasselbe antun, was den anderen auch schon angetan worden ist. Sie können es nur etwas länger strecken. Und deshalb jetzt meine Antwort auf Ihre Frage, wenn ich ganz ehrlich bin, kümmern Sie sich um die Kinder und lassen Sie den ganzen Scheiß Lehrplan sein. Also da läuft man Gefahr, dass man rausfliegt, ja. Aber dann lieber rausfliegen, als da immer weiter mitmachen. Und Sie merken, was ich hier sage. Ich sage nicht, schafft die Schulen ab. Von mir aus können die Schulen, ich finde, die Schule ist oft für viele Kinder der einzige Ort, wo die noch bestimmte Dinge lernen können. Hatte ich ja vorhin schon aufgezählt, mit verrückten Erwachsenen umzugehen und so weiter. Aber für die dort tätigen Lehrer ist es eine Katastrophe, wenn sie sich mit diesem System identifizieren. Das geht nicht. Weil sie sind, ich frage die manchmal, ich sage, für wen sind sie denn eigentlich da? Liebe Frau Lehrerin, für wen arbeiten Sie? Für wen machen Sie das? Und dann sagen die, ich werde doch vom Kultusministerium bezahlt. Das heißt, deren Orientierung heißt, Anforderungen erfüllen, die an mich gestellt werden, sonst verliere ich meinen Beamtenstatus. Und da kann man alles vergessen. Und deshalb können Sie sich das genau rausnehmen. Sie können sich das rausnehmen, diese Schule in dieser Art und Weise, wie sie läuft, zu unterlaufen. Und es anders zu machen. Großartig. Machen Sie. Ich bin gewöhnliche rumänische Muttersprachlerin. Ich lebe seit einiger Zeit hierin unter Deutschsprachler. Inzwischen kann ich mich sehr gut auf Deutsch ausdrücken, wenn ich nicht mit großen Stars für mich wie sie sprechen muss. Als ich vor 18 Jahren nach Deutschland kam, habe ich ein Buch von ihnen gefunden und sie wussten das die ganze Zeit nicht, aber jetzt kann ich ihnen öffentlich sagen, ich habe sie damals adoptiert. Und ich habe gesagt, so habe ich mir immer gewünscht, dass Eltern mit ihren Kindern sprechen und sind. Und das Liebste damals von ihnen war ein Satz, die Kinder sind den Schrullen und Macken ihrer Eltern ausgeliefert. Und meine Frage bezieht sich auf dieses sich ausgeliefert fühlen, wenn ich habe eine Tochter hier neben mir. Ich glaube, die fühlte sich ganz oft meinen Affekt, was haben Sie gesagt, Affektregulierung, meine Affektregulierungsunmöglichkeiten an bestimmten Momenten hat sie zu spüren bekommen. Ja, und die Frage ist, ob Sie mir dazu was sagen könnten oder die Bitte, weil ich kann ganz gut meine innere Welten regulieren, wenn der Boden unter mir stabil ist und dann, wenn etwas geschieht, was ganz viele
Erinnerung aus der Vergangenheit, was ich in dem Moment nicht kohärent gestalten kann, dann verschwinden langsam auch meine Affektregulierungsfähigkeiten. Jetzt war das persönlich in Beziehung zu meinem anderen Kind, aber seit 9 Jahren wohne ich hier und jetzt durch Corona vielleicht ersteigert noch viel, wo die Leute ihre Affekte nicht regulieren konnten. Und dann sollte man Brücken bauen, während man nicht in diesem Mögen voneinander noch ist. Ja, ob Sie darüber was erzählen können. Für mich war das Schwierigste, auf einem Haus zu sehen, mit Nazis gehe ich nicht spazieren, weil für mich triggert diesen Satz, dass egal wer das Feindbild ist, wenn man nicht mit ihnen spazieren geht, dann kann nur noch weitere Unverständlichkeit und Gewalt entstehen. Ja, vielen Dank. Es ist toll, dass Sie Ihre Tochter mitgebracht haben. Ja, also, ich erzähle mal aus meiner Lebensgeschichte. Ich bin ja aus der DDR abgehauen, 79. Und ich bin hier angekommen und es hat 5 Jahre gedauert, weiß ich noch ziemlich genau, 5 Jahre hat es gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich hier bin, dass ich hier ein neues Zuhause gefunden habe. Wir sprechen die gleiche Sprache. Ich habe gedacht, das ist alles gleich. Ich dachte, da komme ich von hier nach da und alles ist gut. Nein, das ist eine völlig andere Welt. Das heißt, es geht nicht nur ums gemeinsame Spazieren, was dann schwer ist, das ist auch schon furchtbar genug, sondern es dauert einfach sehr, sehr lange, bis man sich in einer fremden Kultur wieder beheimatet hat. Selbst wenn man dieselbe Sprache spricht. Das ist für mich der Grund, weshalb ich nie wieder auf den Gedanken gekommen bin, mal auszuwandern. Das dauert mir zu lange. Und das weiß man auch nicht, ob es genau dann am Ende funktioniert. Wenn Sie solche Probleme in Gemeinschaften überwinden wollen, hier in der Gegend und hier im Ort oder wo auch immer, dann brauchen Sie etwas, das nennt man ein inneres Band, was diese Gemeinschaft zusammenhält. Bei Tulln an der Donau habe ich das so ein bisschen angedeutet. Wenn es nichts mehr gibt, was die Menschen im Inneren, nicht mit dem Kopf, und auch nicht das Materielle, wir sind aufeinander angewiesen oder irgend sowas, sondern es braucht ein emotionales Band, was die Menschen zusammenhält. Und das gibt es in vielen Gemeinschaften nicht mehr. Also hat es vielleicht auch nie gegeben, keine Ahnung, aber es wäre gut, wenn wir das hätten. Also wenn Menschen nicht nur deshalb zusammenhalten, weil Not und Elend herrscht und weil sie irgendwas zusammen hinkriegen müssen, sondern wenn sie auch dann noch zusammenhielten, wenn es ihnen eigentlich relativ gut geht. Und dann diese Nähe immer noch da ist. Und das passiert immer dann, wenn Menschen sich in einer Gemeinschaft geeinigt haben, dass sie ein bestimmtes Herzensanliegen haben, was sie nur gemeinsam verwirklichen können. Und jetzt ahnen Sie, wie schwer das ist, sowas zu finden. Das können noch nicht mal die Deutschen hier in diesem wunderschönen Ort. Und das wäre aber die Voraussetzung dafür, dass man sich als Gemeinschaft findet, dieses innere Band aufbaut und dann eine Art von innerer Orientierung hat, die bestimmt, dass alle in eine bestimmte Richtung unterwegs sind. Und deshalb, weil das ihr gemeinsames Anliegen ist, was sie da verfolgen, was ja jedem Einzelnen am Herzen liegt, ist der Einzelne bereit, seine Partikular- und Individualinteressen zurückzustellen. Ja, ich könnte mich jetzt wieder melden und könnte hier irgendwas sagen, aber ich merke, das bringt uns jetzt gar nicht dorthin weiter, wo ich eigentlich hin wollte, also halte ich einfach jetzt meinen Mund. Es kann überhaupt nichts schaden. Und das kann dazu führen, dass so ein Prozess dann funktioniert. Und das Letzte, das machen Sie doch schon total die ganze Zeit ganz richtig, wenn es so aussieht, als könnte Sie ein Affekt übermannen, weil die Tochter wieder mal nicht so läuft, wie Sie das gerne hätten, nehmen Sie sie in den Arm. Also andere sagen, dann zählen Sie bis 10. Nein, mehr. Nehmen Sie sie einfach in den Arm. Ja, aber wenn man sich dann so erstmal, aber in der Zeit, wo Sie sie in den Arm nehmen, geht Ihr Affekt weg. Das ist der Punkt. Wenn Sie sich mit Ihrer Tochter so eng verbunden fühlen und so eine Verbundenheit herstellen, fallen Sie aus jedem blöden Affekt raus. Und dann hinterher wissen Sie gar nicht genau, worüber Sie sich eigentlich geärgert haben.
Und dann könnten Sie aus einer sehr sachlichen Perspektive ihr erklären, warum das, was sie gemacht hat, ihren Unmut erregt hat. Und dass sie das nicht möchten, dass sie das wieder macht. Also wieder erst nachziehen kommt, ohne irgendwo Bescheid zu sagen oder sowas. Okay. Ich möchte gerne aufstehen. Und zwar, ich möchte noch gerne mal auf das Wort Würde kommen. Wo finden Sie die Würde bei einem pädophilen Menschen, bei einem Serienmörder und bei einem Vergewaltiger? Ich frage das deshalb, weil ich 21 Jahre mit diesem Menschen arbeite. Was würden Sie dazu sagen? Wo ist die Würde? Wir haben gesagt, das Grundgesetz schreibt jedem Menschen diese Würde zu. Da habe ich gesagt, das nützt mir nichts und das brauche ich auch nicht, wenn ich etwas zugeschrieben kriege, um das ich mich nicht selbst kümmern kann. Und deshalb hatte ich gesagt, Würde macht nur dann Sinn, wenn das etwas ist, was ich auch selbst, wofür ich selbst sorgen kann. Und das heißt, ich bin derjenige, der sich um meine eigene Würde kümmert. Das scheint aber nicht immer so leicht zu sein, weil man das ja unterwegs, man muss durch Erfahrungen durchgehen, dass man überhaupt erleben kann, dass man Würde besitzt. Wenn man schon selbst als Kind missbraucht worden ist, ist das schwierig. Und dann kann man dieses Gefühl, dass man etwas Wertvolles ist, möglicherweise nicht herausbilden und dann vergewaltigt man später wieder Kinder. Und dann hat man das Grundgesetz würde sagen, der hat trotzdem Würde. Das ist mir aber wurscht. Was der definitiv nicht hat, ist eine Vorstellung seiner eigenen Würde, die kennt er nicht. Und deshalb kann er sie auch nicht bewahren. Also kann ich da gar nichts weiter machen, als ja, entweder ihn, wenn ich mutig wäre und es mir zutraute, würde ich ihn so kompetent begleiten, dass er aus dieser Verwicklung rausfindet. Das scheint aber nicht so einfach zu sein. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, aber es sind sicherlich viele, die das sich einbilden, sie könnten es und können es dann doch nicht. Und dann gibt es das nächste Unglück und dann ist das Theater noch größer. Und deshalb zieht es unsere Gesellschaft im Sinne des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik mit dem Energiesparen vor, solche Leute einfach abzuschließen und wegzuschaffen. Und das darf eine Gesellschaft meiner Ansicht nach dann auch machen, dass wenn sie sich das nicht zutraut, die Menschen zu integrieren und denen zu helfen, aus dieser furchtbaren Täterschaft herauszufinden oder aus dieser furchtbaren Verwicklung herauszufinden, dann muss man sie eben wegsperren. Und dann würde ich aber sagen, dann sollte man sich aber noch bei ihnen entschuldigen. Das habe ich mal in Baden-Württemberg für Juristen, so eine Juristenversammlung, habe ich das mal gesagt, weil die auch sagten, ja, aber dann, wenn das so ist, dass der Täter ja immer auch noch, wenn man ihn versteht, weiß man ja, warum der das gemacht hat. Dann können wir ihn ja gar nicht mehr einsperren. Habe ich gesagt, nee, Sie können ihn trotzdem einstecken. Sie müssen sich aber bei ihm entschuldigen, dass Sie es als Gesellschaft oder in dieser Stadt oder dort, wo Sie gewesen sind, nicht geschafft haben, ihm zu helfen, auf eine vernünftige Spur zu kommen. Dann kann man ihn einsperren und sagen, tut mir leid, dass ich dich jetzt einsperren muss. Es geht jetzt mal nicht anders, aber wir haben Scheiße gemacht. Und dann können wir uns selber alle an die Nase greifen und können uns fragen, wieso wir damals, als wir in der Nachbarschaft gesehen haben, dass sowas stattfindet, nichts getan haben. Also es zugelassen haben. Und warum wir Kinder im Kindergarten oder in der Schule erlebt haben, wo wir wussten, da ist was nicht in Ordnung und haben nichts gesagt. So, das heißt, dann könnte man noch mal ein bisschen so an sich selbst arbeiten. Gehört halt ein bisschen Mut dazu. Und Mut, sagt man ja, kriegt man dann, wenn einem die Kinder wirklich wichtig sind. Aber wenn man sie sozusagen verdammt und sie verurteilt als Schweine und sie ablehnt, dann ist natürlich ist kein Weg mehr dahin. Also mit denen kann man dann auch nicht mehr arbeiten. Okay, das ist ein schwieriges Thema. Sie merken, wie ich hier versuche, eine Kurve zu kriegen. Ja, ist das an? Von Würde war jetzt viel die Rede. Die Würde ist uns in den letzten 3,5 Jahren häufig abhanden gekommen.
Wir sind benachteiligt worden, wir sind sogar weggesperrt worden. Viele haben ihre Arbeit verloren, mussten sich Maßnahmen unterziehen, die sie nicht wollten. Und es wurde einfach durchgezogen, ohne dass die Verantwortlichen, die Politik nämlich, überhaupt gewusst hat, warum, wie sich hinterher feststellt. Die Maßnahmen haben nicht gewirkt und sie haben es trotzdem gemacht. Die demokratisch gewählten Repräsentanten, wie sie sich nennen. Nun habe ich jetzt, ich bin Samtgemeinderat in Lüchow-Wendland, habe ich eine Resolution gestellt zum Thema Frieden. Diese Resolution, die an die Bundesregierung gerichtet war eigentlich, also erstmal an den Samtgemeinderat und dann weitergegeben werden sollte, durfte gar nicht behandelt worden. Per Geschäftsordnungsantrag der Grünen auf Nichtbefassung hat man sich damit gar nicht befasst, obwohl, so wie ich glaube, die Mehrheit der Menschen in diesem Lande diesen Krieg nicht möchte, auch nicht möchte, dass Waffen geliefert werden und möchte, dass die Bundesregierung ihre Möglichkeiten dazu einsetzt, Friedensverhandlungen mit zu initiieren. Das ist gar nicht möglich, Darf ich mal kurz versuchen zu antworten, weil wir hier natürlich jetzt keine politische Veranstaltung machen wollen. Was wir wollen ist, wir wollen verstehen, das ist, wenn wir verstehen, warum es so gekommen ist, dann können wir versuchen, es zu verhindern, dass es nochmal so wird. Versuche jetzt das Ganze dadurch wieder gut zu machen, dass man die Täter bestraft, kann man auch machen, ist manchmal auch notwendig, ist aber nicht das, was wir wirklich brauchen. Wir müssen verstehen, warum die das gemacht hat und warum die das gemacht haben. Und da kann ich nur sagen, erinnere ich an das, was ich vorhin gesagt habe, jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens Probleme, auch ein Politiker, und der braucht dafür Lösungen, die möglichst energiesparend sind. Ja, und ich war mal bei Frau Merkel in der Zukunftskommission für das Lernen mit 6 anderen Kernexperten. Und da habe ich meine Vorstellung davon Frau Merkel kundgetan, worauf es ankommt, damit die Kinder ihre Freude am Lernen nicht mehr verlieren. Und da hat Frau Merkel gesagt, aber Herr Hüther, da müssen wir ja alles ändern. Da habe ich gesagt, ne, kann schon sein, aber anders geht's auch nicht. Ja, aber das können wir nicht. Wir haben ja schließlich eine föderale Struktur und deshalb können wir als Bundesregierung eigentlich gar nichts machen in den Schulen. Dann habe ich gesagt, und warum schaffen Sie hier eine Kommission für die Zukunft des Lernens, die am Ende nichts sagen kann, weil das die Zukunft des Lernens dann in den Landtagen bestimmt wird. Und das ist eine Lösungsstrategie. Man schafft sich Strukturen in der Politik, auf die man es abwenden kann. Also zum Beispiel Experten. Man weiß nicht Bescheid, die Bevölkerung macht aber einen Mordsdruck, weil die sind jetzt durch die Medien auch vollkommen aufgeschreckt und jetzt muss der arme Politiker, der muss jetzt schnell eine Lösung herbringen, sonst ist er in der Bildzeitung übermorgen abgewatscht. Und dann ist seine ganze große politische Karriere dahin, wenn der jetzt sozusagen sich als Versager herausstellt, der nicht die richtigen Maßnahmen schnell genug in Gang bringt. Und was soll er denn jetzt machen in seiner Not? Denn er will es ja nicht entscheiden und meint auch, er könnte es nicht. Dann sucht er sich Experten. Und das ist ja erstmal alles in Ordnung. Nur leider ist es so, dass diese Experten natürlich auch nur Menschen sind und dass sich für so eine Expertenjobs vor allen Dingen solche gerne melden, die auch gerne mal was zu sagen haben wollen. So kriegt man also aus der Vielfalt der Wissenschaftler dann bestimmte, die jetzt einen Vorschlag machen, der vielleicht dem entspricht, was da in der Mehrheit der Bevölkerung auch gewollt wird. Und dann wird das durchgezogen und gemacht. Und das ist natürlich alles falsch. Und das passt auch nicht. Das sind auch nicht die richtigen Wege und so darf eine Demokratie nicht funktionieren. Aber seien wir doch dankbar, dass es sich gezeigt hat. Ich hätte das ja nicht für möglich gehalten, dass so etwas geht. Dass man eine ganze Bevölkerung einsperren kann und ihnen sagen kann, und den Kindern sagen kann, ihr dürft eure Oma nicht mehr besuchen, weil ihr seid eine Gefährdung für die Oma. Und die Kinder laufen mit dieser Angst rum und am Ende ist die ganze
ist das ganze Kind über lange Jahre wahrscheinlich in einer ganz schwierigen Situation, weil es kann sowas ja nur aushalten, indem es sein Bedürfnis, mit der Oma zu kuscheln, unterdrückt. Das wäre die Lösung. Und da ist sehr viel Schaden entstanden und wir werden uns in den nächsten Jahren noch sehr intensiv damit beschäftigen. Und ich kann nur sagen, lasst uns versuchen, das so aufzuarbeiten, dass es uns nicht nochmal passiert. Davon, dass wir die Schuldigen in den Knast stecken, ist niemandem geholfen. Ja, ich gucke ja immer rum. Aber jetzt haben wir sie gesehen. Sie kommen gleich dran. Mich quält die Aussage, dass das Bewusstsein der Schutz ist für die Würde. Die Kinder in den ersten Jahren der Entwicklung diesen Schutz selbst noch gar nicht mitbringen. Und ich selbst habe keine Kinder und trotzdem könnte ich heulen für alle Kinder dieser Welt, die diesen Schutz nicht mitbringen und auch für uns alle als Verantwortliche vielleicht für diese Kinder, aber auch gar nicht vielleicht direkt den Zugang dazu haben oder das Recht. Habe ich das Recht? Oder wer beschützt unsere Kinder und wer sagt dann, was richtig ist für diese Kinder? Oder ist es dann auch wieder so eine eigene Geschichte, die die Kinder zu einem Objekt macht? Was gibt es denn da noch für eine Lösung, die schneller funktioniert, als dass das Kind später, wenn schon traumatisiert wurde, lange Therapien oder gerettet werden wird von irgendjemand, der dem Kind vielleicht zufällig oder Gott sei Dank begegnet? Ja, es wäre toll, wenn wir das, was Sie auch schon eben so ein bisschen zitiert haben, die Kinder vor den Schrullen und Macken ihrer Eltern schützen. Weil in manchen Fällen ist das hochnotwendig. Und das wird man aber nur schaffen, wenn man diese Familien einbindet in eine Gemeinschaft, in der alle ein bisschen aufeinander aufpassen. Ich bin in so einem Dorf groß geworden, da gab es auch furchtbare Familien und da gab es furchtbare Kinder. Aber da haben alle Erwachsenen in dem Dorf aufgepasst, auf die Kinder. Und zwar nicht auf ihre eigenen, sondern auf alle. Und das hat dazu geführt, dass auch Kinder, die zu Hause sehr ungünstige Erfahrungen machen mussten und die da immer nur bevormundet und drangsaliert worden sind, bei dem Schmied, dem sie da das Eisen gehalten haben, gespürt haben, dass der froh war, dass sie da sind. Und das gibt ihnen das Gefühl von Wert. Und aus diesem Gefühl entsteht das Gefühl von Würde. Das heißt, es geht schon, aber da müssten wir auch wollen. Das ist bitter. Weil die meisten Menschen sind gegenwärtig, das habe ich selbst erfahren, wir haben versucht, so eine Initiative zu machen, wo wir gesagt haben, Mensch, warum macht das? Könntet ihr im Wendland ja auch nochmal versuchen. Es muss doch möglich sein, dass die Kinder und Jugendlichen in einer Kleinstadt, in der Kleinstadt genügend Ansprechpartner finden von Erwachsenen, die was können und die einfach einladen, darfst mal eine Woche zu mir kommen und kannst bei mir lernen, wie ich hier Brote mache oder Schreibmaschine schreibe oder an der Kasse verkaufe. Da kommst du und guckst du und bleibst bei mir und wir gucken uns das gemeinsam an, unterhalten uns. Das ist Lebenserfahrung, die da erworben wird. Dann haben wir versucht, sowas zu machen und Menschen zu finden, die das machen in solchen Kommunen. Und das Ergebnis war bitter, weil es gab genügend Leute, die sich um Kinder kümmern wollten, aber nur um ihre eigenen. So rennen die auch in die Schule. Ja, wo sind die Lehrer? Die kommen in die Schule, es ist ihnen scheißegal, dass es da noch fünf andere gibt, die überhaupt nicht zurechtkommen. Hauptsache ihr Mariechen kriegt dort die richtige Förderung. Wir sind eine Gesellschaft von Egozentrikern und Egoisten geworden, leider. Aber die braucht man ja, damit so ein Wirtschaftssystem funktioniert, wie wir es haben. Das muss man immer noch zu Ende sagen. Und deshalb lässt sich das auch nicht ändern. Wenn wir das ändern wollten, geht unser wachstumsorientiertes Konsumsystem nicht mehr. So. Ja,
Ich bin Ivene und ich möchte gerne mal darauf aufmerksam machen, dass Erziehung viel zu viel außerhalb vom Elternhaus stattfindet. Ich arbeite im Kindergarten, viele Kinder sind über 8 Stunden in Einrichtungen und ja, in diesem pädagogischen Bereich liegt unglaublich viel Verantwortung und es ist oft schade, dass wir uns, also ich bin jetzt in den Waldkindergarten gegangen, ich habe mich rausgenommen aus dem Ganzen, aber da steckt schon so viel Bildungsauftrag drin, das wäre einfach super, wenn man da mal wieder so ein bisschen zu dem Grund zurückkommen würde, was eigentlich zählt in dem Alter von 1 bis 6. Und ich finde, es gehört verboten, dass Kinder von 1 bis 3 überhaupt in irgendeiner Einrichtung sind. Ja, es ist ein weiteres Argument dafür, dass wir erst dann diese Wünsche durchsetzen können, wenn wir unser gesellschaftliches System aufgeben. Solange wir die Frauen als Arbeitskräfte brauchen, wird es genügend Bewerbung geben und die Frauen werden dann sich besonders bedeutsam einbringen können, wenn sie arbeiten gehen und dann genauso wie die Männer. Eigentlich, das ist das, was ich ein bisschen bedauere. Ich mag nämlich Frauen. Und ich weiß, dass die Männer sich verrammelt haben. Die spüren sich nicht mehr. Die kriegen nicht mehr mit, wenn im Körper irgendwas ist. Die sind immer nur im Kopf und müssen ständig irgendwie versuchen, Bedeutsamkeit zu erlangen. Und deshalb strengen sie sich auch so an. Das ist ein Schweineleben als Mann. Ja, das hört sich. Und bei den Jüngeren ist es auch so, dass es zu Ergebnissen führt, die man besichtigen kann. Ich war ja an der Hochschule in Göttingen und begehrte Studienplätze werden nicht gleichwertig besetzt. 2/3 der Medizinstudenten sind Mädchen, Frauen. In Psychologie genau das Gleiche. Jeder begehrte Studienplatz wird heutzutage von Frauen okkupiert. Und die Männer kommen offenbar durch das Schulsystem nicht durch. Und da, wo die Männer dann am Ende die Überzahl haben, ist im Gefängnis, unter den Brücken und im Drogenhandel und sonst wo. So, und da muss langsam mal was passieren. Wir können das nicht so hinnehmen. Und deshalb wäre ich sehr glücklich, wenn wir eben nicht das eine Geschlecht mit dem anderen ausspielen, sondern wenn wir uns vielleicht auch nochmal Gedanken machen könnten, was eigentlich das ganz besonders schätzenswert und wertvolle an einer Frau ist. Und was das ganz besonders schätzenswerte und wertvolle an einem Mann ist. Wenn das beides das Gleiche sein sollte, dann gute Nacht, Deutschland, und kein Bett. Gute Nacht. Vielen Dank an Gerald Hüther. Vielen Dank. Du bist hier, um zu sein.
Lasse los, lass dich aufs Leben ein. Ja, der Wind, er flüstert mir zu, sei wie ein Kind, sei einfach nur du. Du bist frei, du bist hier, um zu sein. Lasse los, lass dich aufs Leben ein. Lasse los, lass dich aufs Leben ein.